Hallöchen. Tja, gut. Gab jetzt einen neuen Build, ne? Hat sich einiges wieder geändert. War knapp 5,74 GB groß und einiges geändert. Animationen kamen vielleicht auch noch ein paar hinzu. Melee-Animationen. Talente wurden hier ein paar geändert. Vom Spielen her ist es ordentlich. Ich habe jetzt schon einiges ausprobiert. Da ist schon positiv was getan. Mal grad durchgehen. Also was sich hier geändert hat jetzt, der Bug hier ist weg. Das war ja Buggy, und zwar hat das Talent noch Jessica's Vengeance auch gebufft um 20%. Das haben sie rausgenommen. Sieht man jetzt hier. Gleiches Leben. Richtspruch hat einen Buff bekommen um 10% Punkte. Weihe bleibt gleich. Das haben sie endlich abgeändert. Haben sogar mein Vorschlag mit der weniger genommen. Wir haben der Cooldown wird reduziert. Allerdings per Talent vom Kreuzfahrerstoß und man hat eine 30% Chance. Spielt sich viel, viel angenehmer. Kommt, der Brock geht auch öfter. Das haben sie geändert. Das macht, was macht eigentlich der Standardschaden? Genau, das macht mehr Schaden. Hat zwei Aufladungen, hat aber den Cooldown von 4,5 Sekunden. Trifft Ziele, die direkt in der Nähe sind. Und hat kann auf 3 Stacks ausgebaut werden. Ich habe aber keine Ahnung, was mit den 3 Stacks auf sich hat. Und die Reichweite davon ist auch wirklich sehr gering. Und zwar, das sieht man einfach hier. Ich gehe mal an die Puppe. Habe ich es geskillt? Ja. Ja, die drei Bosspuppen hier. So, was haben die eigentlich für einen Abstand? Ja, das sind weniger. Also, das sind. Also, wenn ich jetzt hier hingehe. Ein Stack, zwei. Ich habe aber keine Ahnung, was das macht. Also, laut Tooltip. Also, Grand Seal causing Seal attacks to chain to an additional nearby target per stack. Maximum. Also, wahrscheinlich treffe ich dann bis zu 3 zusätzliche Ziele. Das ist das Einzige, was ich vermute. Also die Ziele hier, das sind glaube ich 8 Meter, also das, da treffe ich niemanden. Was hat der für eine Reichweite? 8 Yards. Ja, das wird wahrscheinlich... Also die müssen wirklich dann bei mir stehen, also sprich, die müssen irgendwie an mir kleben oder ich muss Leute an mir haben. Dann macht das irgendwo Sinn. Wahrscheinlich, also scheinbar ist pro Stack ein Treffer, also ein Einzelner. Zeige ich das mir hier, also jetzt haben wir eine halbe Sekunde weniger Cooldown auf den Kreuzfahrerstoß, weniger Schaden, beziehungsweise Standardschaden hier, 3,8 Sekunden. Zwei Aufladungen und wir haben eine 30%ige Chance, dass der nächste Verbraucher nur eine heilige Macht weniger benötigt. Leuchtet aber nicht auf. Muss ich noch weitergeben. Mal gucken, wann der Brock kommt. Dann hat mir hier oben nämlich einen kleinen Kreuzfahrerstoß als Symbol. Da ist er doch. Hält 15 Sekunden. Kostet weniger, das heißt, ich kann jetzt schon einen TV machen. Das gab es ja vorher alles auch, das war ja nichts Neues. So, noch ein, da ist noch einer oder ein göttlicher Sturm. Was leider nicht funktioniert, da haben wir den Proc, ist Jessica's Vengeance und Wort der Helligkeit. Ah ne, doch, jetzt hat es funktioniert. Moment, muss schon mal probieren. Okay, der Proc ist jetzt weg. Vorhin hat das nicht funktioniert, jetzt habe ich keinen Proc, Mist. Raus damit. Dann kann es sein, dass es nicht... Ah ne, Quatsch, ich brauche ja 3 dafür. Nee. Ja, aber es funktioniert nicht. Dann Proc irgendwann mal. Dann kann man es aber schon zeigen. Da ist er. So, jetzt haben wir 2. Wort der Helligkeit geht nicht. Und wenn wir 5 haben, 4. Jessica's Vengeance geht aber... Okay, ich hab's ja nicht drin. Geht aber auch nicht. Also das habe ich auch gemeldet. Das ist eigentlich Quatsch, weil der nächste Verbraucher von Heilige macht. Und ja, das sind Verbraucher. Da habe ich glaube ich jetzt eine raus. Kann ich rumskillen? Nee, geht nicht. Richtspruch müsste funktionieren. Ja, ich bin noch im Kampf, ich weiß. So, probieren wir den Richtspruch. Der ist auf der 2. Machen wir das hier. So. Nee, das ist kein Brock. Das auch nicht. Also es lässt sich damit gar nicht ganz ordentlich spielen. Also der Kulon geht relativ schnell wieder weg. Na komm schon. Jetzt kriegt man natürlich wieder keinen Brock. Jetzt kommt natürlich einer. So, dann hauen wir das jetzt raus. Jetzt kommt natürlich wieder... Das ist doch scheiße. Nur Kreuzfahrerstöße raushalten. Also die Brock-Chance auf 30% ist zwar nur 5%, aber das ist schon ein kleiner Unterschied. Man merkt es halt irgendwo schon. Jetzt kommt natürlich wieder kein Brock zum Zeigen. Jetzt kommt er. Scheiße. Okay, gut. Er hat nur 2 verbraucht, so geht das. Ja, also das funktioniert auch. Nur wie gesagt,
Justicas Vengeance, das muss ich auch noch skillen. Ah, ne, geht ja nicht. Also also mit dem Kampf. Das funktioniert leider auch nicht. Schade, weil das eigentlich müsste es. Jetzt haben wir 3. Mal 4. Voll, ich habe aber keinen Brock. Da ist der Brock. Ich kann es benutzen, aber es wird alles aufgebraucht und der Brock steht aus dem Kampf hier. Ist halt leider so. Gut, kann man nichts machen. Das hier kam hinzu. Super. da muss ich aber woanders hin. Da gehe ich drüben dann die 3 Bosspuppen dran. Also das ist wahrscheinlich in sehr vielen Fällen, behaupte ich mal sogar, fast schon Nonplusultra. Weil, Judgment auf zusätzlich 50% mehr Schaden und trifft 3 Ziele in der Umgebung. Spricht auf 3 zusätzliche Ziele und hat 100% erhöhte Dauer. Also nicht 6 Sekunden, sondern 12. Wieder hier so. Das heißt, Judgment. Und in dem Fall werden die. Ach, da kommt wieder zurück. Habe ich gar nicht gesehen. Ich stand für ihn davor. Und alle 3 haben jetzt übrigens den Debuff. Das heißt, man kann jetzt hingehen, AP aufbauen und könnte zum Beispiel, zack, mit Divine Storm arbeiten. Ginge auch. Ne? Also da. Dumm, dumm. Ich weiß gar nicht mehr, das erinnert mich an irgendeinen, ich glaube, Crusader mit dem Schild. Diablo 3, aber nee, das fliegt ja nicht zurück. Da kommt noch einmal. Sieht auf jeden Fall geil aus. Das ist eine sehr schöne Änderung. Im Prinzip hatte ja so ein Talent schon mal. Das hatte gemacht, 10% mehr Schaden auf Judgment war das, glaube ich, irgendwie. Nee. Der Judgment-Effekt hat 10% mehr Schaden am Gegner gemacht, also nicht 30, sondern 40% irgendwie. Man hatte dann trotzdem eine erhöhte Dauer, also 100% längere Dauer. Das ist schon cool. Macht auf jeden Fall was her. Judgment hat, ja okay, 12 Sekunden weiterhin. Mal wieder zurück, das ändert sich so nicht. Also das ist, ich weiß, wird wahrscheinlich aber im PvP kann es ein Problem sein, weil es wahrscheinlich CC brechen wird. Außer CC wird davon nicht betroffen, aber das glaube ich nicht. Jetzt wird die Frage, Eifer ist... Ja, ist halt auch die Frage. Das wird halt auch CC brechen, wenn man direkt nebendran steht natürlich. Wenn das jetzt 8 Meter weg... Also wenn es muss in Melee-Reichweite sein, weil die Bosspuppen treffe ich damit nicht. Aber mit göttlichem Sturm treffe ich es. Also werden die wahrscheinlich so 8 Meter weg sein, dass AE-Effekte da richtig treffen. Und da muss ich wirklich nebendran stehen. Also das ist... Es macht halt mehr Schaden, das merkt man dann schon. Zumal der Schaden von Kreuzfahrerstoß wird ja nicht erhöht. Ja, ein bisschen erhöht und hat man nicht immer noch Crit-Chance. Ja, nochmal Kritschung, das ist dann schon irgendwas, was man merkt. 2 Aufladungen hat man weiterhin, also generell hat man 2 Aufladungen. Kreuzfahrer Hieb ist rausgeflogen, im Englischen Crusader Flurry ist weg. Hier ist halt so die Frage, inwiefern es wirklich hilft, weiß nicht. Da hat es sich damit angenehmer gespielt, weil halt eine halbe Sekunde weniger Cooldown und dann die Chance auf eine, dass man einen HP weniger braucht für so einen Angriff, das ist schon ganz, ja, also das merkt man schon. Wobei das ist natürlich vom Schaden her, allgemein von dem, was ich hier so probiert habe, schon irgendwie besser. Und das wird wahrscheinlich auch in den meisten Fällen way to go sein. Hier hat sich so nichts geändert. Hier hat sich auch nichts geändert, außer dass hier halt jetzt andere Farbe ist, dass es wieder blau ist. Das war es ja schon mal. Da ist nichts geändert. Hier in der Reihe hat sich nur das hier geändert. Und zwar die Reichweite wurde auf 15 Yards erhöht, war bei 10. Ist definitiv nicht verkehrt. Allerdings ist es gut, dass es dadurch, dass die Limitierung auf 5 Ziele ist, ja... Ist halt die Frage, ist vielleicht fürs Erwäge was. Nein, ich zeig nur den Retri. Das hatte ich. Ah, du bist doch ein Depp. Ach. Das kannst du vergessen. Das steht aber auch auf Twitter. Das ist nur Retri, ne? Ist ja egal. Hier hat sich. Hier gab es noch eine Änderung. Und zwar, das hier verbraucht 1 bis 5 HP. Und zwar, jeder Stack hält. Oh, wie lange waren das? 20 Sekunden? Machen wir mal 1. Ja, genau, 20 Sekunden. Wobei, wenn ich 5 benutze, hält das 2 Minuten. So, plopp, 2 Minuten. 20% mehr Tempo. Nimmt man mit. Das heißt, also man muss nicht 3 aufbauen, sondern wenn man eine einzige heile Macht hat und braucht sie, kann man es benutzen. Problem ist aber, jetzt irgendwie überschreibt es. Das finde ich jetzt irgendwie Quatsch. Da müsste ich vielleicht noch Feedback geben, dass man da, dass das vielleicht geändert wird, weil das ist irgendwie bescheuert. Jetzt ist es wieder 2 Minuten. Ist das Magie? Nein, kann man also nichts gegen tun. Jetzt ist wahrscheinlich dadurch doch eine ganz gute Alternative hierzu. Weil, pff, ja,
Wenn man, das ist mir oft passiert, dass ich beim, der Gegner ist mir weggelaufen, ich hatte ein, zwei Heile gemacht, konnte aber das Siegel nicht skillen, das heißt, ich bin im Kreis hinterhergelaufen, es war ein Stream im Schurken zum Beispiel, der Schurke läuft um die Säule, er läuft, aber ich komme nicht hinterher, ich laufe im gleichen Schritt hinterher, aber ich kann ihn halt nicht einholen. Und da würde ich ihn dann irgendwann mal einholen, weil er wegsprinten konnte. Das funktioniert endlich. Das sieht man, kann man sogar hier sehen, beziehungsweise hier. Ist aber auch ein bisschen geändert worden, und zwar hier 10% Chance auf 30% Schaden. Skillt man das, werden da draus als... Wieso hat das... Also das zeigt er hier nicht an. Aber wir hier gucken, okay. Beziehungsweise einfach mal nachbuffen. Nee, okay, bei den Buffs zeigt das nicht an. Also hier, es sind dann 60% Schaden. Vorher war es so, da wurde die Chance auf 20 erhöht. Ah, Hallöchen. Vorher wurde die Chance... Also die Chance war immer... Also das war immer so. Man hat eine 10%ige Chance, zusätzlich 30% Schaden zu, als Heilig zu verursachen. Und jetzt wurde die Chance, bleibt gleich, aber der Schaden, der zusätzlich wird erhöht auf 60%. Ne? Nochmal zurückscannen. Und Sie sehen, jetzt ist es 30 und jetzt ist es 60. So, das hier hat einen kleinen Nerf bekommen, und zwar sind es, also das ist der, wurde verringert von, ich glaube normalerweise waren es jetzt irgendwas um die 45.000, 50.000 Absorb, wurde reduziert, denn hiermit haben wir doppelt so viel. Und im PvP wird es ja eh noch hochgerechnet. Ich bin ja hier nicht im PvP. Wenn ich jetzt im PvP wäre, sähe es wieder anders aus. Weil dann habe ich hier wahrscheinlich, 80k Absorb. Und normalerweise wären, also vor dem Nerf, wären es 100k gewesen. Das ist ja dauerhaft eigentlich so. Beziehungsweise alle 6 Sekunden. Ist natürlich nicht gerade wenig, weil man darf nicht bedenken, nicht jeder haut irgendwie ständig mit 100k zu. Das ist oft so, dass also es gibt selten, es gibt wenig Klassen, die mehrere, also ich sag mal, mittelgroße Treffer verursachen, dafür keine kleine, dafür wenig kleine und wenig sehr große. Und es gibt Klassen, die machen viele kleine und dann eine Handvoll ganz große, aber dann fällt man halt um. Und hier, Segen der Weisheit, steht es hier 2%, normalerweise ist es 1%. Die Regeneration war, ich buff mal heute nochmal alles nach, war glaube ich hier jetzt, ja, 40.566. Das heißt, ich glaube, so 55.000 müsste ich mich, oder 60.000, werde ich mich wahrscheinlich dann nachher alle 15 Sekunden heilen. Das haben sie nämlich auch genervt. Das ist nur noch alle 15 Sekunden. Oder? Ja. Alle 15 Sekunden. Vorher waren es alle 10 Sekunden. Also das ist schon dick, Herr Nerf. Das hier wurde gebufft. Das haben sie mal wieder auf 1000% der Angriffskraft gebufft. Oder irgendwas, also sie haben, Quatsch, sie haben es verdoppelt. Vorher waren irgendwas mit 500%, jetzt sind es 1000%. Macht auch Sinn, hatte ich ja auch im Feedback geschrieben, das war einfach Kacke. Also, Entschuldigung. Das Ding hat weniger Schaden gemacht als ein Urteil des Templers. Und hat mir 5 HP gebracht, aber kanalisierende kriegst du einen Kick, dass die Holy-Schule gesperrt und dann wahrscheinlich verreckst du elendig. Da gab es keine Änderung, das ist weiterhin so doof. Es bleibt auch. Ich weiß nicht, ob ich damit spielen werde. Das hier ist auf jeden Fall angenehmer. Hier ist es ja auch so, dass der Schaden wird ja nicht erhöht durch Richturteil, oder war das so? Christensch von mir, Holy Power Consumers. Nee, das verbraucht keinen, im Gegenteil, es generiert. Also das macht ein. Ist ganz nett. Moment, Telefon. Oh, da bin ich wieder. Danke fürs Warten. Ah, gerade. Ein wichtiges Telefonat noch geführt. Mal nochmal schnell jemand Bescheid geben. Geht gleich weiter, keine Angst. Muss nur gerade noch schnell was klären. Für den Anruf warte ich schon seit einer Weile. Deswegen habe ich den auch angenommen, trotz des Streams. Hallöchen übrigens an die Neuen. Was wollte ich denn jetzt hier machen? Dann zum Arzt geht, zum Vertretungsarzt, und der dann was Falsches aufschreibt und man das aber dann erst zu Hause merkt, ist natürlich blöd. Wenn dann da irgendwas nicht stimmt, ist natürlich bescheuert und nicht unbedingt gesund. Ja, gab es hier noch irgendwas? Genau, war ich gewesen, hier war ich gewesen. Das funktioniert, wie gesagt, nicht. Das macht jetzt deutlich mehr Schaden, doppelt so viel wie vorher. Das hatten sie in zwei Builds vorher, hatten sie das ja runtergesetzt gehabt. Und dann ohne CD, dann haben sie ein CD wieder dran gekoppelt, was total bescheuert war. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Hier ist halt die Frage, es ist halt
ein 30-Meter-Spell, der nichts kostet. Der hat halt ein CD. Das ist wieder was, das kostet. Hat 20 Meter Reichweite, nicht 30, ist es 30 und so weiter. Es kommt halt immer drauf an, muss man halt schauen. Das ist weiterhin eigentlich scheiße. Weil das sind, glaube ich, 25% macht man bei Spielern. Also wenn, sie jetzt, wenn ich jetzt 1 Million live verloren habe, würde ich an im PvE mache ich dann 100% des verlorenen Schadens, also 1 Million. Und im PvP macht man von dieser 1 Million, 25% waren es. 25 bis 30, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Nee, Quatsch, ich hatte es ja mit jemandem ausprobiert. 25,6. Also, man macht so 250.000 Schaden plus minus. Ob es jetzt von irgendwelchen von Damage-Buffs oder so, also mit Flügel, das beeinflusst wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das war nicht der Fall. Nur, es ist halt einfach Scheiße. Wobei, jetzt muss man natürlich wieder anders argumentieren. Wenn man nachher, ich sag mal, je nach Equip und was man hat, wenn ich zum Beispiel hier, also ich zum Beispiel als Taurer habe ja eh mehr Life. Wo ist es denn? Ah ne, das war ja hier. Hier. Ich habe 1230 Ausdauer mehr. Jetzt kann ich das hier noch skillen, nochmal 10% mehr Gesundheit. Ich sage jetzt mal, ich laufe mit 3 Millionen Life um und habe dann, mir fehlen dann 2 Millionen. Also ich habe dann nur noch 1 Million. Dann kriegen, und ich benutze es dann schon, dann kriegen sie ja alle 500k ab in der Nähe. Ne, bis zu 3. Ja, das ist halt wieder so eine Frage. Wenn das Gear dann höher wird, also das Talent ist... Es ist irgendwie cool, es ist auch ganz interessant eigentlich. Vor allem, wenn wir jetzt die Glasfände sind, dann passt es halt auch irgendwo. Aber ich sag mal, das Talent wird stärker, je mehr Life man einfach hat. Logischerweise. Wobei die Frage ist, wie viel mehr muss man haben, dass es auch wirklich ordentlich wehtut. Weil die anderen haben ja auch mehr. So ist es ja nicht. Unabhängig davon, das wird ja auch immer stärker. Darf man auch nicht vergessen. Je mehr Life man hat, desto mehr heilt man sich hier passiv. Je mehr Angriffskraft man hat, desto mehr absorbiert man. Je mehr Schaden man macht, desto mehr ist halt der Schaden, der da prockt. Ah, das sind dann auch wieder so Sachen. Ich habe jetzt hier übrigens die ganze Zeit mit Klinge des Zorns gespielt. Man müsste mal schauen. Also dadurch, dass es jetzt nicht keinen Crusader Flurry mehr mit 3 Aufladung gibt, das ist von der Rot halt immer so eine Sache. Also eigentlich geht man hin und baut halt erst seine heilige Macht auf. Und macht eigentlich dann das Richturteil und haut dann die heilige Macht für TV oder für einen göttlichen Sturm raus. Allerdings mit dem Talent habe ich eine 12 Sekunden Dauer. Also ich halte das Richturteil einfach auf Cooldown, wenn es bereit ist. Rein für die Rote und dann baue ich meine HP auf und haue sie raus, weil der Debuff läuft normal nicht ab. PvP wird es wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Weil ich treffe ja zusätzlich damit noch die Ziele. Da spart man sich vielleicht auf, läuft ein bisschen irgendwie da. Ich weiß gar nicht, was für eine Reichweite haben die Dinger. Dann steht das hier irgendwie da. Ja, da steht nicht die Reichweite. Müssen wir mal gucken. Also von hier nach hier ist es nicht, also es scheint nicht groß zu sein. Ich könnte ja mal wieder zu den Bosspuppen gehen da hinten. Da habe ich mal hier noch irgendwie welche. Nee, so weit springen die nicht. Müssen wir mal schauen, wo hat man denn hier Puppen, die etwas weiter auseinander sind, aber doch... Hier vielleicht irgendwie? Nee, da springt es auch nicht. Das ist alles gleich. Ist hier drin irgendwas? Nee, drin sind glaube ich keine Puppen, ne? Nee, da ist nichts. Aber wo haben wir denn hier Puppen irgendwie? Aber auch keine Mobs oder so hier in der Nähe. Ja, dann greife ich einfach mal das da an. Ah, okay, er springt nur einmal, weil er springt also nicht dumm. Okay, gut. Also wirklich, also mit einem Umfeld von 8 Meter wahrscheinlich. Bis zu 3 Stück, also würde... Warte mal, was steht da genau? To 3 additional. Also insgesamt würde ich dann bis zu 4 Viecher treffen. Gut, okay. Dann gehen wir doch einfach mal hier ins Geplänkel. Probieren wir ein bisschen rum. Ich hoffe, da sind genug Leute da. 40 Sekunden, das klingt ja vernünftig. Weiß ich gar nicht, wie ich es probiere. Also ich werde sowieso fehlen, also macht euch da aber keinen Kopf drum. Zumal ich jetzt auch nicht weiß, was bei den anderen alles so geändert wurde. Und da ist das eben ein bisschen schwierig für mich. Ich befasse mich auch nicht so ganz damit. Ich gucke halt immer hier und gebe mir ein entsprechendes Feedback. Auf meinen Fuß gerade gucken. Mein Fußnagel wurde heute entfernt. Der ist leider eingewachsen. Jetzt muss man das gute Stück schön kühlen. Da geht's auch schon los. Mal gucken, ob immer noch so viele Milis unterwegs sind. Wahrscheinlich. Demon Hunter und so weiter wird es wahrscheinlich weiterhin en masse geben. Ach, ich habe ja noch ganz ein paar Sachen vergessen. Das eine oder andere.
Oh, ein Shadow. Da hast du doch dein Shadow. wen buff ich denn jetzt mit was? Komm, dir gebe ich mal das. Hier gebe ich einfach die beiden hier. Jetzt sehe ich leider die Gegner wieder nicht. Blessing of Justice lasse ich mal drin. Das lasse ich drin. Hier lasse ich das kurze drin. Das wechsle ich aber. Oder? Weiß nicht. Helligkeit nehmen? Nee, das sind zu wenig Leute, das bringt eigentlich nichts. Wenn ich Melis hätte, würde ich ja das hier nehmen. Lass mal das mal dran. Mal schauen, was kommt. Melischemin. Ein Affli, ich hab keine Ahnung. Ah, der ist nicht AFK, wollte ich schon sagen. Das ist Gate. Scheiße, wie schlecht. Ich bin total durcheinander. Nee, nee, Freund, so nett. Komm mal her. Ist er schon down, ne? Hol mich raus, genau. Da ist er. Du musst jetzt sterben. Komm's. Einmal nicht mehr. Ah, scheiße. Du Arschloch. Komm her. Ah, aber diese 20% merkt man da irgendwie dann schon umlaufen. Einmal nicht mal ein bisschen. Sehe ich den hier gar nicht. Du Drecksau. Kick. Ach nö, ich will dich doch umhauen. Ja, ich will jetzt. Ich tue halt drauf. Stun. Und Justicas Vengeance und jetzt. Bam. Nochmal. Bam, das ist halt der Heal. Der dann noch dabei ist. 200 irgendwas K. 7. Jetzt kommen wir schneller. Die 20% Lauftempo sind gar nicht so viel, aber es merkt man dann halt. Und der Affli will einfach nicht sterben. Load. Und zack. Der ist ja wie gleich verreckt. Okay, der ist schon raus. Okay. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Das Aschenwelle. Das wurde ja geändert. Und zwar, unser Richturteil hat keinen Brock mehr. Ja, also da hier stand das auch schön dabei. Beziehungsweise, wo war das gewesen? Ich glaube, das war hier oben. Oder das hier. Eins von den beiden war es gewesen. Ne, hier war es gewesen. Das, der Richturteil hat eine Chance von 35%, dass ganz viele Ashbringer, ganz kleine, auf den Gegner einpreschen und halt so und so viel Schaden machen. Das war wirklich nett. Das war auch gar nicht ganz gut. Das ist halt random gewesen. Und jetzt ist es so, hier ist ein passives, und zwar wir haben hier Wake of die Aschenwelle, Wake of Ashes heißt das, genau. Asche zu Asche. Die man halt dann auf dem die man halt benutzt. Und zwar ist dann der Ashbringer von oben runtergefahren auf das Ziel, was man anvisiert hat. Gab es einen AE-Effekt mit Slow, Stun auf Dämonen und Tote, hat viel Schaden gemacht und 5 HP generiert. Und jetzt ist es so, der slowt auf jeden Fall alles. Ich weiß gar nicht, ob es vorher, doch, war gerade vorher auch der Fall. Und jetzt gibt es zusätzlich nochmal einen Dot. So, und die Animation wurde auch geändert. Was ist das? Ist es Nahkampf? Ja, genau, das ist jetzt so, es ist ein Mini, es ist ein Nahkampf, ne? Oder? Zack, so sieht das aus. Hat 30 Sekunden Cooldown vor was, eine Minute. Ich muss jetzt mal gucken, steht da die Reichweite dabei? Da steht jetzt so keine Reichweite dabei. Müssen wir nochmal gerade schauen. Ich habe jetzt so gar nicht drauf geachtet. Komm nochmal. Was sind denn 30 Meter? Das sind 30. Das sind 30. 30 Meter. Hier. Geht das? Okay, es geht von da hinten auch. Okay, aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Also es muss dann im Nahkampf wahrscheinlich sein. Das war vorher anders. Das hatte eine Reichweite gehabt. Ich könnte mich ja mal wieder anmelden. Ah, genau. Wir kriegen dann bald sowas hier.
Na, das gab es die ganze Zeit nicht, dass man diese Teile bekommt und dann benutzt man die für Art of Power. So hat man immer Art of Power bekommen, ich glaube 50 oder 80 oder irgend sowas. Wo kommt irgendeiner? Ja, mir fehlt einfach die Routine hier im Spiel. Kommt jetzt noch wer oder nicht? Ist es immer noch buggy? Ja, ist immer noch buggy. Ach, da ist er wieder. Benutze ich mal alles auf mir. Wahrscheinlich wird schon einiges mehr an Damage sein. Ich hatte aber irgendwie nie das Glück, das kann man richtig timen. Also das Ding hier kann gut über 1 Million Damage machen, wenn es kritisch trifft. Hey, du kannst rauskommen, Freund. Ach, schon wieder Telefon, das gibt's doch gar nicht. So. Rogue. Und ein Demon Hunter, super. Gleich mal anschmeißen. Na? So, ich kann gerade nicht. Ich will eigentlich hier weg. Scheiße. Scheiß Telefon. Scheiß Telefon. Ach, das ist ein Feral. Ich werde jetzt sterben, weil das scheiß Telefon dazwischen kam. Ja, das war jetzt überhaupt nichts. Dann telefoniere ich mal nochmal kurz. Moment. So, wieder da. Blub. Gibt's, wenn Fragen sind und so, ne? Also her damit. Aber gerade nochmal gucken, von der Reichweite her. Das geht noch. Ah, genau, ich kann ja mal weiterhin anmelden. Ich weiß jetzt echt nicht, wie weit das ist. Da steht nichts dabei. Das hier sind. Das sind immer innerhalb 12 Meter. Das sind dann 12 Meter. Das sind 12. Das sind 12 Meter, aber wow. Muss ich mal gucken, ob das auf die Reichweite geht. Weil ich habe jetzt auch eben niemanden getroffen. Da hatte ich. Nee, ich habe glaube ich keinen getroffen. Auch blöd. Oh! Ein Hexer. Affli wahrscheinlich. Cool, Popel. Mal durchreichen. Obwohl, nee, komm. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Irgendwie so. Wo habe ich es jetzt? Auf der 6, das ist da unten. Ah, da muss ich auch noch dran gewöhnen. Was haben wir. Wo sind das? Dina ist wahrscheinlich auch ein Hexer. Also, wenn Fragen sein sollten, ne, natürlich her damit. Ich beantworte so, was möglich ist. Ein Hunter. Und irgendwas Gestealthes. Oh. Feral. Ne, eine Eule. So. Jetzt aber da 470k. Läuft. Ja, 6 mal hier. Ja, so kann ich nicht heilen. Scheiße. Ja, hallo. Freedom. Heilen wir uns mal. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Bubble. Und down. Ja, ich fehle gerade übelst.
Ja, sprint du nur, kann ich auch. Jetzt bleibst du hier. Ja, auf die Reichweite treffe ich also nicht gut, schön zu wissen. Jetzt gehen wir daneben. Das ist so geil. Hm, natürlich. Ja, jetzt kriegst du den Stun ab. Oh, natürlich! Scheiße, kannst du auch nicht kicken. Ich komme nicht hinterher. Keine Chance. Ja, keine Chance. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, das ist alles andere als optimal bei mir. Aber trotzdem, ich kam da. Kann ja nicht hinterher kommen. So, jetzt wollten wir das nochmal probieren. Okay, dann probieren wir es eben nicht. Gucken, also diese 20% sind doch schon. Ja. Komm, gehen wir das dir mal. Was bist du? Arkan? Arkan-Magier, gut. Sieht man Talente? Nö, sind wir aber nicht. Ein Arkan. 5. Ne, ich hab doch 4 noch so. Ich kann dir mehr Damage machen. Weiß gar nicht, ob die Eule immer noch so. Das immer noch so ist, dass sie da ballern kann wie Sau. Ich habe das Gefühl, hat mein göttlicher Sturm irgendwas geheilt? Eigentlich schon. Müsste eigentlich, das gar nicht gesehen. Wobei da ist jetzt wieder die Frage, das aufzugeben und die Worte der Herrlichkeit, das aufzugeben. Und ach komm, ich arbeite mal damit. Oder? Das heißt halt nicht, damit kannst du den Leuten richtig wehtun. Du heilst dich halt ordentlich damit, wenn sie gestunt sind sowieso. Mage, krieg ich jetzt schon zu kotzen. Da ist der Fäkaldruide schon. Super. Ja, natürlich noch Monster, klar. Geil, du läufst weg, dann kannst du dich nicht heilen. Das hab ich schon wieder nicht getroffen. Wieso geht jetzt die. Oh, ich hab's ja nicht irgendwas mit Scheiße. Schau mal da irgendwas. Oh, so ein bisschen. Dann würde ich mal. So, jetzt können wir uns heilen. Nein, ich wollte doch. Oh, natürlich. Och. Ey, wieso treffe ich den dann nicht? Wieso habe ich den nicht getroffen? Jetzt muss ich aber gerade gucken. Verlassen, ja. Oder habe ich ihn getroffen, das wurde nicht angezeigt? Jessica's Vengeance, ja. Ah, doch. Zweimal? Okay. Achso, der Dot, natürlich. Ah, ich habe den Schaden nicht gesehen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich wollte nämlich gerade sagen.
Aber der Helligkeit habe ich. Ja, nee, doch nicht. Nochmal anmelden. So, was? Das sind 12 Meter. Nee, damit trifft man es nicht. Ich nehme es mit 10 Meter? Nee, ne? Also, das sind 12 Meter. Also, die Reichweite hier, es werden wahrscheinlich so 8 Meter sein. Vielleicht trifft man dann damit was. Wie gesagt, wenn Fragen sind, her damit. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Skirmish. Also ein bisschen schauen, wie es läuft, wie es ist. Wie gesagt, ich fehle oft genug. Weiß oft auch nicht, was ich machen soll, weil ich zu viel habe. Ah, okay. So trifft man von der Reichweite her. Die Zahlen ignorieren, das ist Level 80 Puppe. Das kann man nicht für ernst nehmen, für bare Münze nehmen. Hat der jetzt getroffen? Ja, doch irgendwie. Ja, der Dot ist halt der Treffer ist ganz nett. Der Dot dann aber ist halt alles geslowt, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Mage, was die Magier sich geheilt haben. Und der Feral. Also geheilt, ich habe ja mehr geheilt als Schaden gemacht. Das wäre sowieso lustig. Ach, Idiot, ich muss mal länger drauf gucken. Vielleicht soll ich aber Screenshots machen. Ich mache mal Screenshots in Zukunft. Der Stream wird, wenn ich fertig bin, wird auch dann hochgeladen. Ne? Kann man auf YouTube meinen Kanal wieder angucken. Die Pausen werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Weil das braucht, glaube ich, keiner unbedingt sehen. Ach, das ist der Mage von eben. Oder? Hä, hey, hatte der vorhin Schaden? Ach ne, das war der Gegner, oder? Ja. Man-Mage. Jetzt ist er bei mir im Team. Gut. Dann kriegst du mal das hier. Genau, das nehme ich mit. 4 und 5. Wo ist denn das Ding da? Zack. Ja, viel ist noch gar nicht eingerichtet. Wort der Helligkeit. Jetzt aber. Ach stimmt, man kann hier auch raus. Ja, mal gucken, wie der Demon Hunter da ist. Also das ist auf jeden Fall ganz praktisch immer noch. Wobei ich auch jetzt irgendwie niemanden dabei habe, der mich da dauerhaft geslowt hat. Irgendwie hängt das, ruckelt das gerade ein bisschen. Das kann an der Arena liegen. Ich hoffe, ich krieg nicht Tigergipfel. Da habe ich nämlich Grafikfehler ohne Ende. So, wo? Ach, da hinten. Heilt sich der DK unglaublich gut hoch. Ich frag mich dann, was der sich, wie der sich heilt. Ich weiß nicht, ist das Blood Decay oder ein Unholy? Der crippt mich durch die Bob. Zweimal sogar. Ey, nee, sorry. Das muss ich. Das kann's ja nicht sein. Sorry. Double Crip durch die Bob. Das geht ja nicht. Natürlich. Du kannst es wieder. Leckerei. Fick dich. Der stirbt nicht. Ey, schon wieder! Was zum Teufel heilt der? Ja, grip mich! Sorry, das ist behindert. Hau ab, Spasti.
muss ein Blutdicker sein. Ja, ja, doch. Seh's grad. Hopp, Spacko. Was kann der denn so laufen? Ey, wie mobil ist der? Warum ist der so mobil? Hallo, du bist ein Tank. Ja, töten. Den können wir nicht töten. Den können wir nicht töten. Irgendwie. Keine Ahnung. AMS natürlich, klar. Was, what else? Ey, wie soll man den denn töten? Oh, Blizzard, das muss doch nicht sein. Fick dich, ich kite dich jetzt. Spago, hau ab. Ich hab gesagt, du sollst abhauen. Ey, wie soll man das machen? Der kann sich so sinnlos dumm hochhalten. Tut mir leid, das ist, ja, bescheuert. Alter Schwede. Ich glaube, das war so. Ich glaube, ich war echt zu doof, das war die Seuche. Komm, wir nehmen es nochmal an. Hallöchen an die Neuen. Wenn Fragen sind, einfach stellen. Ich beantworte, was ich kann. Müssen wir echt gucken. Ich glaube, wahrscheinlich. Das halt geht Todesstoß, okay. Das heilt sowieso. Die Blutseuche heilt die? Ich meine, die heilt. Also, ich. Keine Ahnung. Oder? Keine Ahnung. Weiß ich, woher der sich so heilt? Vor allem, der macht ja doch Schaden. So ist es doch nicht. So, einigermaßen. Oh, Dreier, cool. Wie machen wir das jetzt? Du kriegst das. Du kriegst das. Und ich krieg das. So ungefähr. Na, cool, ist immer noch. Bucky. Könnte ich, glaube ich, raus, aber mache ich nicht. Ja, jetzt will ich, was soll ich das drin lassen? Ach, ich weiß gar nicht. Ich lasse mal drin. Fressen. Jetzt ist natürlich das hier wahrscheinlich interessant. Oh, Milikliff, oder? Nee, Quatsch. Demo. Oh, Demo. Demo töten. Demos sind immer böse. Demos sind ganz böse. Demos sind immer böse. Arm hier aufpassen. Oh, und Demo ist auch böse. Uppala, wollte ich gar nicht. So, Priest gets done. Schön, ja. Oh, Inline. BMG
gesperrt zweimal. Die ganze Zeit mal DS spammen, ein bisschen hier, ich weiß gar nicht, ob der heilt. Ich weiß es wahrscheinlich nicht. Der halt gar nicht, ist das richtig? Einer wird jetzt sterben. Ich baue da. Ich hab ihn doch gekickt. Was soll denn der Quatsch? Die Maus hin. Hallo, was soll denn der Quatsch? Heiler hat noch genug. Jetzt habe ich nichts, was wird das war's dann jetzt. Nicht tot, aber immerhin. Das ist schön, endlich mal andere Klassen sehen als Demon Hunter, Shurko, Fury. Da ist nichts gestorben. Aber hier und die Kicks auch nicht funktionieren, keine Ahnung. Meister Schaden, ne? Geheilt hat. Schaden war nicht so doll. Lol, hat unser Tor nicht mehr gemacht. Not bad. Gut, okay, der viele Schaden, das ist die ganze Zeit WOG, Quatsch, Wort der Helligkeit, nicht Wort der Helligkeit, sag mal, göttlicher Sturm, so viele Ziele, ne? Und ja, dann auch hier, wenn ich das richtig reingeschmissen habe, dann treffe ich ja ganz viele und treffe ich auch die kleinen Pets. Also, darf man jetzt nicht überbewerten. Ah, das Talent. Das ist dann das hier. Ja, ich hätte gern das hier. Das ist bestimmt auch geil.
irgendeine Quelle geheilt. Das heißt, wenn ich mich selber heile, heile ich andere mit. Das ist natürlich geil. Ich bin ja echt mal gespannt, wie Holy Priest Protection, Holy Paladin, Protection Paladin, Retribution Paladin. Das ist bestimmt auch eine lustige Kombi. Wobei den Prot haben sie ja, glaube ich, ein bisschen, haben sie eine Mobility ein bisschen beschnitten, wenn ich mich nicht irre. Ah, ich könnte ja auch was. Passiert ja nichts mehr. Ich glaube, den haben sie auch beschnitten. Ich glaube, der hat den Sprint auch nicht mehr. Ah, genau. An. Ach, ist der gar nicht angemeldet, lol. Was war das hier? Was? 12. Und da treffe ich nicht mehr. Also werden es wahrscheinlich. Aber hier was durchgesetzt. Also 8 Meter Reichweite wird es wahrscheinlich dann haben. Aber dann nur nach vorne. Wobei man sieht keinen Effekt irgendwie. Also kein. Ist das jetzt kegelförmig oder. Nimmst du the ground, holy fire additional, bla bla, snare, bla bla. Ach, da hätte ich mal gucken müssen. Der Demolog, wenn der in seiner Gestalt ist, als was zählt er dann? Zählt er dann als Dämon? Dann kann ich ihn erst dann. Wäre ja eigentlich ganz lustig. Aber das ist ja dann irgendwie, das haben, also gut, vielleicht machen sie, vielleicht geht's ja hier wieder. Ich habe kein Demo in der Liste, ne? Ne, hier sind keine Demos. Schade. Das wäre nämlich noch eine Idee gewesen. Das ging ja mal um DK, wenn der DK Lichtritter anhatte, konnte man, als Paladin konnte man ja vieren, weil er ja dann untot ist. Ein Untote konnte man ja vieren. Das haben sie aber dann so, oder dann war er ja mit Lichtritter, war er ja immun gegen sowas. Also er war gegen vier dann noch immun. Da wurde gegen 4 immun, ich weiß es gar nicht, was es auf jeden Fall. Aber das war ein Buggy, keine Ahnung. Man konnte ihn 4 und es geht ja dann, ging dann nicht mehr. Schade eigentlich, war ganz lustig. Tja, jetzt lässt aber der Invite auf sich warten. Ich kann da mal zusätzlich noch ein PG anmelden, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, das wird gleich schon passiert. PG hatte ich vorhin schon mal, da habe ich 25 Minuten gewartet, da habe ich es abgebrochen. Ach so, schön, es sind ganz andere Leute da. Du kriegst. Das hier, du kriegst das hier und ich krieg das hier. Wir können wahrscheinlich wieder rausgehen. Ja. Wieder raus. Irgendwas ändern. Ach, ich hab den Riechspruch drin. Um Gottes Willen. Den hab ich benutzt. Wobei kann ich eigentlich ja jetzt. So als Dot-Komponente noch drauf. Wobei der am Ende einmal dann dick Schaden macht. 28. Ja, oh, das ist einiges an Schaden. Den muss ich sogar mitnehmen. Ach, hab ich gar nicht drauf geachtet. Noch alles richtig, das bleibt. Ich könnte ja hier mit. Ah, nee, das bringt nichts. Der Schurke haut die raus. Und der Helligkeit wieder rein. Das ist da, glaube ich, doch die bessere Variante irgendwie. Schurke hier gerade den Schaden machen. Nein, er ist gestunt. Inline. Und jetzt stirbst. Bam. Ach, genau hier. Das ist richtig gut. Inline. Oh, 5. Alter! Oh, hat das weh! Ach du Arschloch! Na, wo ist er denn? Da! Scheiße, tut das dem Vieh weh! Oh. Bubble. Bleibst hier. Ist noch inline. Okay, so geht's auch. Oh, was ein Schaden hier! Heiliger Strohsack, na? Boah, hier der reingezogen. Priest, kannst du nix irgendwie. Aber womit hat denn unser Druide für den Schaden gemacht? Ich meine, ich kenne die ganzen. Ich kenne ja von den Gegnern fast gar nichts. Ich,
Wird da auch nicht geschaut. Ah, der kam auch irgendwie zu nix. Rogue ordentlich, ja? Na ja, gut, das erwarte ich vom Rogue. Was hat denn der Rogue? Das ist nie geschehen. Bam, da geht's weiter. Boah, der Richtbrot tut ja übel jetzt. Tut ja übel weh. 600k Grid, oh, schön. Kriegst du wieder das. Du kriegst wieder das. So, und ich krieg das. Hat jeder was von. So, nochmal gucken, genau, was der Herrlichkeit, das hier. Ich, achso, ja, genau, ich habe das hier übrigens drin, damit ich mehr Heile gemacht habe. Weil das hier, also es ist so, es macht schon deutlich mehr, schon vor allem wenn es kritisch trifft. Allerdings, ich weiß halt nicht. Weniger HP. Ja komm, ich probier's mal. Jetzt habe ich ja ein Dreier-Team. Im Zweier fand ich das irgendwie angenehmer, weil mehr HP und so weiter. Wobei, ja gut, jetzt ist es Judgment, hält lange. Da ist mehr HP eigentlich besser als das hier. Ja, ich probier's mal. Ich hab's ja. Super. Kein Kommentar. Weiß ich gleich von neben. Oh, Palli. Immer noch kein Schwimmer. Achso, sind die Amis, sind ja gar nicht on. Die pennen ja jetzt noch. Ja, teilweise. Ne, die pennen noch. 3, 4 Uhr. Lalalala. Oh, da mal nochmal am Fuß gucken. Ah, oh, das tut schon weh. Fängt jetzt an, langsam weh zu tun. Pocht. Ah, Kühlakku. Sehr angenehm. So. Oh ja, jetzt merke ich es gerade, wie es weh tut. Oh, so langsam. So. Was haben wir hier? Fokus. Da. Reiner 3. Nein, das wollte ich nicht. Ich krieg das, du kriegst das. Und du kriegst das. Nee, Moment halt. Vertan. Du kriegst das, du kriegst das. Ich krieg das. Na, ey, sag mal. So, jetzt aber. Ja, hab ich drin, das hab ich auch, das auch. Ja, guck mal. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, aber mal schauen. Ey, Leute, sag mal, was wird denn das jetzt? Ah, ist wahrscheinlich wieder buggy. Boah. Mensch, Blizzard. So. 3, 5, 4. Jetzt klicke ich das alles mal durch. Nicht Mouse over. Ne, hab ich nicht. Brauch ich auch nicht. Buffst ja eigentlich nur einfach Hallöchen an die neuen. Oh, da ist jetzt. Priest ist die 1. Schauen wir, wie das dann wird. So, 2,4 Millionen Life habe ich übrigens. Und wenn ich dann. Das ich noch habe, dann habe ich, dann müsste ich nochmal 240.000, ne 2,4, dann müsste ich nochmal 240.000 mehr haben. Nehme ich als Taucher alles gerne mit, rechnet sich bei mir eher hoch durch das Passiv. Da habe ich glaube ich 1280 Ausdauer mehr, rechnet sich dann alles schön hoch. So, da will natürlich keiner kommen, da hat er einen Sprint, da hat er einen Sprint. Nö, lass mal mitkommen. Oh, Pet Down, cool. Was haben wir da hingestellt? Ist das nicht schon?
Was? Der läuft damit, Uhr. Scheiße. Fick dich. Ich will die Bob nicht für mich benutzen. Das kriegst du. Hab ich ihn erwischt? Ja, hab ich. Oh, natürlich. Fick dich. Na, dann können wir dich doch hier töten, oder? Ach, da ist der Beast. Ja, hau den doch nicht. Dann. Nur ein Hunter hier. Nein! Nicht umfallen. Oh, da kriegt er ja schon einiges ab. Scheiße. Inline. Sprint habe ich auch. Boah, wie schnell der ist. Oh, natürlich. Hallo, Arschloch. Ach, das ist jetzt wieder lächerlich. Natürlich ist 600k. Ach, ich bin zu doof, ich habe auch das nicht benutzt. Also wie gesagt, ich fehle Leon in Hallöchen übrigens an die 9. Ja, der kommt die ganze Zeit. Eigentlich hätte man auf den gehen müssen. Wo ist denn der Monk? Geil, der wird deutlich mehr. Es läuft schon, also es läuft schon irgendwie ein bisschen besser. Also, es sind halt viele Dinge, an die ich einfach nicht denke. Das ist ja total blöd und. Ja, passiert halt, ne? Bin da einfach nicht so drin. Leider. Kommt halt noch, ne? Muss ich halt öfter zocken. Oh, da fehlt aber noch einer. Einer fehlt noch. Und ich würde das hier dabei nehmen. Ich spiele es irgendwie angenehmer. Die ganzen Sachen zu timen, auch hier damit, wenn zwei Gegner zusammenstehen oder so, muss man gucken. Ach nö, Leute. Das ist ja... ja super. Da brauche ich jetzt nicht warten. Sonst hast du schon einen Debuff. Ja. Oh, jetzt ist... oh, jetzt ist auch Schlachtfeld. Oh, fick dich doch. Das ist irgendwie... oh, nö. Das ist doch jetzt kacke. Puppe. Können wir AE spielen. So ein kleiner AE-Bild.
Eins, zwei, drei. Das heißt nochmal das hier, das hier, das hier. So läuft das dann ab. Ah, jetzt habe ich alle getroffen. Das ist ein großer Radius. Großer Radius. Definitiv. Ziel bringt leider nichts, weil die zu weit auseinander stehen. Aber hier denke ich aber nicht dran. Nicht zu weit außerhalb. Das hier, das hier. Schon, also der, das haben sie geil, das ist richtig cool. Alex halt jetzt weiterhin Melee. Aber gut, macht ja nichts. Also eigentlich nicht. Ich find's cool. Vor allem ist schön, man hat endlich mal einen Dot dabei. Das hat man so kaum gehabt. Ein richtiger Dot wieder. Schade, ich verstehe sowieso nicht, warum sie das irgendwie so rausgenommen haben. Ah, jetzt kann ich wieder anmelden. So, müssen wir da zurück. Bäm, und alle, zack, und die beiden Storm hinterher. Und noch einer. So. Na, neun. So. Irgendwie fehlt ja noch so ein bisschen was. Weil der schmeißt nur in den Boden irgendwie und so ganz ein bisschen, da kommt eine Staubwolke, eine kleine, das war's dann. Da fehlt mehr, da muss mehr kommen. Ich zeig die gleich nochmal hier, damit man das besser sieht. Drei, zwei, ach, das war der Schlachtfeld, ups. Beides. So. Ah, wohl doch, jetzt sieht man es mehr. Das habe ich eben nicht so erkannt. Habe ich gleichzeitig nicht so erkannt. Ja, Schlachtfeld ist dann gleich. Wir fangen dann gleich an. Ah, schon. Änderungen sind schon ganz gut. Aber die eine oder andere wachsen halt immer noch da. Ah, hi Tor. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt nur, ich wusste am Anfang nicht, wie der Radius und so weiter ist. Du siehst es ja hier. Also es sind circa 10 Meter Abstand. Also die Reichweite der Treffer sind circa 10 Meter. Das hatte ich schon probiert. Und so treffe ich halt alle und die haben jetzt hier den Dot drauf, der gleichzeitig auch slowt. Also es hilft im PvP schon irgendwo. Ich hatte das gegen eine... Ich hatte das gegen eine Eule und so weiter gehabt und du slowst sie dann schon, ne? Du brauchst ja kein Richturteil drauf zu haben, damit ob das Ding mehr Schaden macht, aber... also es ist schon ganz praktisch. Und wie gesagt, ich finde es halt schön, dass der Ding endlich drauf ist. Dass man echt mal einen Dot hat. Was war das hier? Ah, es lässt sich aber gerade Zeit. Wobei, jetzt muss ich warte mal gerade die Animationen ab. Diejenigen, die einen Crusader in Diablo 3 spielen, Moment, das will ich noch zeigen. Schaut mal genau hin. Kommt euch das bekannt vor? Erinnert euch an Himmelsfuror, letzte Rune. Und dann den Zweihandpflegel, dass da noch zwei zusätzliche Strahlen kommen. Die Animation ist fast gleich, nur dass hier ein Rot dabei ist, weil es Holy Fire ist. Oh, ich habe einen Blinktron, cool. Ein Heiler. Okay, dann kriegst du... Was kriegst du das, Heiler? Ah, schön, 3A, das gefällt mir richtig. So, dann bin ich mal freundlich und verteile das auf andere. Ne, war hier nämlich nicht Richtspruch wieder rein. Ne, um Gottes Willen. Das nehme ich wieder rein, das ist viel angenehmer. Das nehme ich auch mit rein. Das bleibt. Ich könnte mal damit probieren. Was habe ich? Ein Mage. Riskiere ich einen Kick wieder.
Frostmitch, oh, das ist Frostmitch oder Hunter. Boah, wir hatten Fallen. Ich glaube, nur Ding hat Fallen, gell? Ich glaube, nur der Only Survival, okay. Ey, komm, stimmt ja, nur SV hat ja Fallen. Cool. Boah. Ach, scheiße. 1, 2, schnell auf 3 ändern. So. Ja. Komm, du bist laut auf, du Assi. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das Kick Fail. Slow. Wo ist denn jetzt hin? Ah, der ist schon down, cool. Kriegst jetzt ins Gesicht. Ja, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Das ging ziemlich schnell. Wer hat den da umgebrezelt? Scheiße, der Mage. Und schnell, 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 schnell. Nein, ich wollte doch dort damit töten. Was? Was hat der für einen Schaden gemacht? Alter Schwede. Der ist so viel gemacht wie alle zusammen. Ja, nee, sicher gar nicht. Ich habe keinen Recon, weil ich keine Add-ons aktiv habe. Komm mal, Chat lesen. Ja, sehe ich eh nicht. Also die 30 Sekunden CD ist wirklich super. Eine Minute, also eine Minute ging eigentlich noch, dafür war es halt über Reichweite. Ne? Du konntest, ich glaube, 30 Meter Range und du musstest das Ziel am Ende einfach nur anvisiert haben und dann drücken. Und dann bumm. So eine, ja. Hätte eigentlich eine größere Explosion sein können. Ja, wahrscheinlich wieder Headshot. Aber das gibt noch irgendwas anderes. Ich sehe es leider nicht. Ich habe es auch rausgeschaltet, oder? Ja, ich habe auch nichts eingestellt, dass ich das von anderen sehe. Aber ist letztendlich auch egal. Da gab's, heißt es Ziel suchen oder so? Es gibt irgendwas anderes. Da habe ich, war es glaube ich nicht drin, da habe ich 600 oder 600k bekommen, 700k bekommen. Ich könnte auch hier mit, Justicas Vengeance spielen. Allerdings, ja, es kommt drauf an. Weil ich habe jetzt einen Hunter dabei. Könnte ich eigentlich wieder hiermit spielen. Das Problem ist, ich selbst habe noch nie einen Crit gemacht, der dann über 1 Million war. Ich habe halt immer nur, 700k Non-Crits gemacht. Crit wäre dann so 1,4 Millionen. Das Lustige ist ja dann, wenn du das jetzt machst und du hast, wie ich hier, Blessings of Justice drin, und der Segen der Macht macht dann, hat eine 10% Chance, 60% Schaden zu machen. So, dann tust du die Leute wahrscheinlich one-shotten. Warum hat der so wenig Life? Ist das Absicht? Ah ne, der ist ja raus. So, wenn du siehst, dass wie er unser Priest hat, hat der Buffer, nee, hat 2,1 Millionen, runden wir es mal, ne? 1,4 Millionen, dann nochmal 60% davon, der fällt ja um. Ja, stimmt. Ne, das ist raus. Ja, habe ich vergessen. Stimmt, kann ich meine Leisten umbasteln. Ja, wir sind hier angemeldet. Zack, raus damit. Uff, was nehme ich nur ein? Nehme ich nicht doch ein, ne? Die 5 ist da. Ja, dann schmeiß ich damit rein. Weihe benutze ich ja eigentlich eh nicht. Ach doch. Weihe ist wahrscheinlich auch so ein Saar. Das ist wahrscheinlich für Erbige sinnvoll. Göttliche Hammer wahrscheinlich auch. So gegen Milizherk. Aber ich weiß halt irgendwie nicht so. Dahin. Ich denke auch gar nicht an den Richtwurf. Also ihr müsst mir echt verzeihen. Hallo an die 9 übrigens. Ihr müsst echt verzeihen. Ja, ich weiß, dass es das nicht besser macht. ihr müsst mir echt verzeihen. Also ich denke an vieles einfach nicht. Das Problem ist, es ist halt immer, ich meine, es ist halt immer noch irgendwo neu. Und Execution Sentence, also Richtspruch, benutzt man ja aktuell als Red nicht offensiv, sondern man benutzt es in PvP eher defensiv. Weil das halt dieser Instant Heal ist. Der fällt hier weg. Bei mir ist das aber halt alles noch so drin. Deswegen also nicht da irgendwie verwundern. Ich spiele im Moment einfach alles andere als, ich spiele eher suboptimal, weil ich halt an vieles nicht so denke. Das ist halt immer noch neu und ich spiele ja nicht 24-7. Ich hoffe natürlich, dass jetzt endlich mehr Leute da sind, auf den PvP, sind die jetzt raus? Nee. Auf dem Realm, dass halt einfach mehr stattfindet. Ich würde auch gern wieder Schlachtfelder machen. Nur diese Wartezeit von 10 Minuten stimmt bei weitem nicht. Ich hatte beim letzten Mal 25 Minuten gewartet, da kam immer noch nichts und dann habe ich es einfach abgebrochen, weil es mir zu doof war. Ja, das ist halt bei Hunter jetzt so die Frage. Also wenn du weiterhin so, ich finde, ziemlich starke Attacken über Range hast, das ist ja so, du kommst, ich, also
ich komme ja so nicht ran. Wenn der einen Sprint dann hat und ich habe den Slow nicht mehr, der hat ja 30 Sekunden CD, ich habe ja die Talente auch nicht dafür, ich kann ja da nicht viel dagegen tun, dann komme ich halt nicht wirklich hinterher. Gut, ich habe selber auch 20% Tempo, ja, hier, wo habe ich denn jetzt? Hier habe ich es jetzt. Also, aber das ist halt auch, also es hilft schon. Meine, ich kann auch hiermit wieder arbeiten, ja, so ist es nicht. Aber ich habe eine Minute lang und danach gar nichts. Und wenn ich einen Slow drauf habe, bringt mir das eh nichts. Dann laufe ich lieber damit rum. Weil hier hat das, haben sie es ja auch geändert, 1 bis 5 HP. Das heißt, mit einer HP kannst du dir schon mal einen Tempo-Buff holen. Für 20 Sekunden. Und wenn du 5 ausgibst, dann hält es irgendwie, hält es 2 Minuten. Warum auch immer. Weil 5 mal 20 sind bei mir 100 Sekunden. Sind bei mir 1 Minute 40. Aber, jo. Ist ja egal. Es sind 2 Minuten, wenn man 5 HP ausgibt. Bei Hunter ist halt jetzt auch die Frage. Vorhin ein Duell, gerade hatten wir 2 gegen 2 gehabt. Das war eine, keine Ahnung, was das war. Ja doch, Demon Hunter. Also ich war mit einem Mage unterwegs, ich glaube ein Arcan-Match war es. Und wir haben gespielt gegen Demon Hunter und einen Blut-Decay, meine ich, war es gewesen. Er hatte tot mit Todesschuss gearbeitet. Ich meine, das ist ein Blut-Decay dann nur noch. Wir haben den nicht tot gekriegt. Gut, ich kam halt nur bedingt weg. Ich bin nochmal wieder dran, dann heilt er sich hoch, war ja auch blöd. Dann habe ich halt geschnallt, im Moment, das ist ein Blut-EK, ne? Weg davon. Aber irgendwie ist es halt auch so, der läuft ja, ich glaube, der läuft von Haus aus auch schnell. Das heißt, wenn man ihn nicht slowt, läuft er eh die ganze Zeit schneller. Dann ist es, denke ich mir, auch noch super. Ach, ich bin ein BG! BG, ich glaub's ja nicht. Oh, jetzt wird's lustig. Nein, das habe ich umgestellt. Okay, Moment, das muss ich erstmal ändern hier. So, das war's, glaube ich, schon. Sperren. Ich bin in einem BG, ich glaub's ja nicht. Ich bin ja egoistisch, ich waffe nur mich selbst. Also wie wahrscheinlich sind ziemlich alle Retris, das in BGs machen werden. Ein BG, ich glaub's ja nicht. Ein BG. Oh geil. Ja, jetzt habe ich keinen Battleground-Target drauf. Gibt's, geht ja nicht. Ich wollte gerade sagen, alle von Erita, aber das gibt's ja hier nicht. Wann krieg ich als nächstes Talent? Ah, hab ich ja schon. So, jetzt haben wir's. Cool. Nochmal gucken, wenn ihr einen Segenzauber auf einen Verbündeten wirkt, wird er um bla 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 geheilt. Tut sich um bla bla, sondern wenn der Effekt des Segens endet. So, jetzt ist die Frage, was ist mit Segenzauber gemeint? Sind damit auch die drei hier gemeint? Oder sind das nur die beiden hier, beziehungsweise später noch das hier? Das ist jetzt die ganz große Frage. Können wir es probieren? Schauen wir doch einfach mal. Klicken wir mal den weg. 5, also ein Heal bekomme ich nicht. Der bekommt auch keinen Heal, dann wird es das auch nicht sein. Okay, nochmal. Mich nochmal komplett durchbuffen. Ah, nein, mich. Ah. Bla und bla. So, mal komplett egoistisch. Aber mal sowas von. Okay, Talente schnell durchgehen. Das bleibt. Das lasse ich auch mal. 401, das bleibt. Weiß ich echt nicht, da will ich eigentlich will ich lieber mit dem spielen. So im Zerg dann das Spam. Zweimal, haha. Oder doch das hier. Ich weiß nicht, wie viele Heiler haben wir denn? 1, 2, gut, und 2 Heiler. Immerhin. Das sehe ich ja nicht. Wahrscheinlich haben die 2. Nein, ha. In deiner Online? Nö, immer noch nicht. Ah. Achso, das sind ja Amis. Die schlafen ja noch. Ist auch gleich. Moin Moin! Ja, die Spiele, die ich bisher gemacht habe, liefen eigentlich ganz gut. Du hast viele andere Gegner und das ist nicht immer das gleiche. Das war eigentlich aber okay bisher. Also ich kann mich ja so nicht beschweren. Wenn ich besser spielen würde, dann wäre das doch besser. Fuck! Nein! Alles verfehlt. Scheiße! Pool war verschossen. Geliefen. Ah, jetzt schon, cool. Ich glaube, den Erfolg müssen sie ändern. Ach, scheiße, jetzt bin ich gar nicht voran. Aber jetzt müsste ich eigentlich, so, G-Spammen. Ja, um die Leute mal hochzuziehen. Nein, die habe ich schon. Die habe ich gerade schon auf mich gemacht. Was ein Quatsch. Jetzt verrecken wir gleich. Super. Wie dumm. Das habe ich überhaupt nicht auf mich gemacht. Scheißteil.
ruckelt doch hier so ein bisschen. Ey, leck mich doch mal am Arsch. Es ruckelt gerade. Also, bei mir zumindest. Ehrenhafter Sieg, hooray! Der Espe, wuhu! Hey, Netzer! Kick, yes, nein! Ach, her? Ja, mehrere getroffen, cool. I'm not gonna die, ihr Schweine! Nein, nein! Ach du Scheiße! Wie gesagt, nichts wie ich spiele. achso, zur Frage. Ne, ich spiele nicht mit der High-Skills. Ne, das macht, das ist kacke. Pale spielt sich also deutlich besser als. Also für mich finde ich es deutlich besser als vorher, aber wie gesagt, ich habe 3 Millionen Fails drin. Hab ich eben auch schön gesehen. Vor allem der Start. Gleich mal alles in den Sand gesetzt. Wie heißt's hier? Segen der Macht profitiert auch davon. Ich hab's schon probiert. Ah, da kommt er hin. 54k. Ja. Nee, profitiert auch davon. Zumindest laut Tooltip. Scheiße. Hauptsache den Zack rein. Schaden kann schon richtig böse sein. Wobei irgendwie so richtig extrem viel dicke Zahlen kommen irgendwie nicht, aber es kommen halt so mittlere Zahlen mehr. Du bleibst hier. Ja, jetzt geht er raus. Jetzt hier. Ich muss gerade sagen, der ist noch nicht down. Bleibst du aber hier, mein Freund? Feral! Drecksau. Ah. Töten wir dich auch. What? Ah, 291 Kanon-Crit. Ist jetzt nicht die Welt. Was willst du mir klauen? Also mir klaut er nix. Halt von anderen bei mir, ne? Ach, verdammt, was drücke ich denn da? Bleibst du mal hier, Freund. Schön, jetzt hast du dich 3 Meter neben dran geflinzt. Das hat dir jetzt unglaublich viel gebracht. Ist wieder ein Inline. Boah, du Schwein. Ja, spüren wir hier ein. Ja, da komm ich nicht mit. Die ist nicht für uns. Oh, ich will aufmounten. Lass mal die Leute hier ein bisschen heilen. Ja, das mit den Heals ist immer noch so. Das ist immer noch so scheiß teuer. Tja, das wird da nix. Da ist nix. Oh. Das ist ein Handler. Hier geblieben. Kriegst jetzt ins Gesicht. In your face. Genau, so geht's. Und Shadow. Ist kein Shadow. Disst sie.
nichts auf. Diese sind ziemlich schwer zu töten. So was machen. Denn die Mats-Schulz ist schon krass. Hat gerade aufgegeben, muss sein. Hat aufgegeben. Jupp! Yep. Einmal nicht mal. Bam! Aufbauen, 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 aufbauen. Jetzt. Ich guck nach dem PG mal im Chat rein. Ist jetzt gerade etwas schwierig. AFK. Oh, du willst das. Geil. Hier. Du hast es nicht weg. Oh geil, lass ihn durchstehen, lass ihn durchstehen, lass ihn durchstehen. Durchgetickert. Inline. Ey, ich hab dich gekickt! Du Schwein! Dann stirbst du halt jetzt. Ist mir scheißegal, das Ding raushau. Zack. Hey, wieso hab ich den hier nicht gesehen? Ah, doch, da. Ja, ist echt blöd, dass wir hier nur 3 Wheels rauskauen können. Ich würde gerne mehr raushauen, so 6, 7, 8, wenn man nur ein bisschen helfen kann. Da, übrigens, Hallöchen an die ganz vielen Neuen da. Sind ja ein paar mehr jetzt. Danke fürs Zuschauen. Seit langem mal wieder ein BG, gehe ich da hoch. Ist da noch was? Ja, guck mal, den klauen wir uns. Bam! Yes! Oh, Telefon! Kann jetzt nicht. Mein Gott, das ist ja unglaublich heute. Wenn ich mal am Stream bin, dann klingelt die ganze Zeit das Telefon. Das gibt's doch nicht. Ich bleibe aber nicht hier, Leute. Obwohl, doch, ich brauche die Ehre. Ich habe zwar keine, also ich... hab zwar keine, aber ich brauche sie trotzdem. Ja, man muss auf Sieg spielen. Die Farm. Die Farm eiskalt. Warum ist das eigentlich so klein? Kann ich das größer machen, oder? Ist hier? Nee. Ah, hier. Da. Die Farbe. Die... Leute! Oh Gott. Jetzt wird wahrscheinlich gleich aufs Handy rangerufen. Ach komm. Soll ich dahinter gehen? Nee. Ah, ich weiß nicht. Wenn ich da jetzt hintergehe, verreckt, dann werde ich da mitgefarmt. Die sind da hinten, da passt keiner auf. Wie sieht denn das hier aus? Ordentlich. Ja, okay, Hunter, ja. Zieht ordentlich ab. Krieger, okay, Bladestone und so Krempel. Gut, wenn ich besser spielen, wenn ich das, wenn ich meine Angriffe besser nutzen würde, würde ich auch deutlich mehr Damage machen. Da wette ich drum. Gut healmäßig. Wie viele Heiler haben wir jetzt denn? 1, 2, 3, 4, 5. Wahrscheinlich 6 Heiler. Boah, die fahren ja richtig übel hier. Aber wir führen und haben 2 Stützpunkte. Das ist geil, wir sind nur Farm, also alle am Ausprobieren sind. Dabei kriegt man jetzt, wenn wir gewinnen, kriegen wir glaube ich um die 300 Ehre. Und ja, 300, ja, so viel Zusatzende wird es nicht kriegen, aber dann macht es plopp und dann ist man auf Stufe 7. Da freue ich mich wieder drauf. Die Aura der Rache. Das ist geil. Im BG ist das echt geil. Wenn man im Zerg ist, also im Zerg hat man die ganze Zeit Stacks. Mehrere, so 3, 4 in der Regel mit Sicherheit mal. Wenn die Gegner gescheiter spielen, sogar noch mehr. Da hat man die ganze Zeit mehr Damage und mehr Crit. Das ist echt geil. Geht sogar in der Arena. Je nach Kombo, gegen die man spielt, was hat man als Alternative? Ja, das hier natürlich. Das finde ich Quatsch. Alle 60 Sekunden kann es mal ausgelöst werden, wenn ein Mitspieler unter 40% ist in 40 Meter. Also 5 Sekunden. Nee. Vor allem alle Minute. Das ist deutlich besser. Und das ist gegen CC starke Gegner sowieso eindeutig besser. Ein Fan aller Betäubungsstille, Furcht und Horror-Effekte. Eigentlich so ziemlich alles. Alles, was wichtig ist. Gut, Wirbel tut's nicht entfernen. Ist ja klar, erstmal immun. Ist so der dümmste CC, den es gibt im Spiel. Aber gut. Ja, wenn Fragen sind, ruhig stellen. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt beantworten oder dann nachher. Ach komm, weißt du was? Oh, die sind davor. Jetzt gehe ich auch vor. Ja, es war klar.
Jetzt brauchen wir die Mine wieder. Und zwar dringend, schnellstens. Sonst ist der Vorsprung dahin. Obwohl, eine Minute haben wir noch Luft. Diese Fragen ab in den Chat und ich werde dann bei Gelegenheit B. antworten. Hallo Mage! Stunt, CDs und Gibi. Oh nein! Jetzt ist genau der Scheiß wieder passiert. Hunter sind schlimm. Hunter muss man töten. Ah, es ist Judgment rein. Jetzt ist dann in der Hammer, Freund. Töte den ruhig. Oh, natürlich. Gezogen. Naja. Ah, okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Kann nicht mehr kritten, dann war das wahrscheinlich vorher schon. Okay, dann ist es natürlich eine ganz gute Alternative. Wobei hier für Gruppensupport ist das eigentlich unabdingbar. Nein! Das ist schon... Ah, scheiße. Judgment vergessen. Na, ja, das ist hier... Jetzt sind die Slows drauf. Danke. Lol. Jetzt sind die Slows drauf und dann ist das schwieriger. Kann nicht mehr critten. Na gut, okay. Profitiert nicht von Meisterschaft. Das war aber doch vorher auch nicht der Fall, oder doch? Ah, ne, doch, stimmt. Das war vorher der Fall. Wobei, das ist aber doch eigentlich, das ist auch wieder ein Fehler. Das musste eigentlich davon profitieren. Also dann, für mich ist es ein Bug. Oder sie haben es noch nicht abgehen, aber ich, naja. Ich kann es nachher mal probieren. Ah, scheiß Krieger da. Das ist das, was ich an einem Krieger im Moment hasse. Wenn die ihren Platestorm anschmeißen, dann machen die unglaublich viel Schaden. Selbst an einem einzigen Ziel. Das ist... Imi, total bescheuert. Man sieht's ja hier. Gut, der bladet halt einfach nur rein. Kann ich nicht... Ist das Dilly? Nee, Dilly ist das nicht. Bleibst hier. Ich hab gesagt, du bleibst hier. Du Drecksau! Stirb! Und jetzt wieder geheilt. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt fahren wir hier, das gibt's doch nicht. Wenn zwei Kills. Ja gut, Krieger mit dem Execute, das muss man echt nicht kommentieren. Tja.
farmt auch hier. Egal, wir haben gewonnen. Zack! Seht ihr? Ordentlich, gell? 323, ja, ist doch egal. Letztendlich scheißegal, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Feierabend. So, nochmal Chat lesen. Ja gut, das können wir ja probieren. Ich melde mich jetzt einfach nochmal ein Schlachtfeld an. Justicas Vengeance. So. Ich gehe jetzt einfach hier, das ist ja scheißegal. So, das Ding macht... Ach, scheiße, falsche Taste. 3,9. So, alles aufbauen. So, Judgment. Das war ja weniger. Ah ne, 3,39 normal. Ja, ne, dann scheint es wirklich nicht davon zu profitieren. Was eigentlich komisch ist. Aber gut. Was auch immer meines Erachtens. So. Nein, profitiert nicht von. Ist der gleiche Schaden. Ist der gleiche Schaden. Wie lange dauert das hier? 10 Minuten, ne. Melde ich mich einfach nochmal zusätzlich Arena Plinkel an. Ne, also das war jetzt, ja, unheimlich davon, dass die Gegner uns halt abgefahren haben und wir haben trotzdem gewonnen, das ist wichtig. Okay, naja, aber klar, dass die auch floppt. Bitte mit 3, bitte 3, nicht 2. Bitte 3er. 2er ist irgendwie blöd. Oh, ein Unholy. Egal, auf mich selbst. Der kann genug. Ich brauch das, das, das. Was ist hier bei der Helligkeit drin? Das ist oder das ist nicht drin? Nee, das geht nicht mehr. Das ist auch gut so. Ey, das war ja bescheuert. Hm. Wobei dadurch, dass der Bug hier weg ist und dass es nicht mehr vom Judgment beeinflusst wird, also profitiert, ist das deutlich abgeschwächt. Gell, das ist eigentlich ein dicker Nerf für das Teil. Und zwar richtig. Gefühlt macht, ich sag mal, das Ding macht so 40% weniger mit Sicherheit mal. Kann immer noch wehtun, aber letztendlich, nö. Ey, schon wieder daneben. Inline. Bist du Bob und dann ist dein Team dahin. Bäm. Ja, gerne. Was hat denn der jetzt abbekommen? Meine Aktion. 170. Ja, 210k. Non-Crit. Das war ein Non-Crit. Falls neue da sind, Hallöchen nochmal, ne? Fragen ab in den Chat. Bei Zeit wird gelesen und geantwortet. Wie es gehört, das habe ich gar nicht geguckt, was der DK für Damage gemacht hat. Ja, nicht drauf geachtet. Wie lang ist mich jetzt eigentlich schon? Oh, 1:48. Ey, fast 2 Stunden. So lange habe ich schon nie gestreamt, oder? Hatte ich das? Doch, ich glaube, Arena hat schon so lange gestreamt. Ach, keine Ahnung. So, das bleibt alles, ne? Ich könnte ja mal hier mit probieren. Ach komm, ich arbeite mal damit. Ich weiß jetzt leider nicht, was wir für Gegner haben. Warum schon Holy Rock 5? Oh, cool, krass, das ist praktisch. Eigentlich bloß auf dem Mage, oder? Ich will auf den Hexer. Nein! Scheiße!
Verdammter Mist, jetzt habe ich das Ding gefailt. Was? Wie hat denn der sich geheilt? Alter Schwede, wie hat der sich geheilt? Der hat sich voll geheilt. Der hat sich... Ah, hier zählt... Ey, was hat der sich geheilt? Heilige Mutter Gottes. Wie gesagt, ich kenne viele Fähigkeiten von meinen Gegnern nicht. Und auch Mitspielern. Wir sind ja wieder egoistisch. Wie absorbierst du denn eigentlich 232? Ach ja, genau. Ganz vergessen. Das, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo stand. Hier. Reduce the cooldown of Hand of Protection by 30%. Wir sind jetzt bei 300 Minuten, war es, glaube ich, gell? Wo ist er denn da? Genau, 300 Minuten Abklingzeit. Ist schon mal viel angenehmer. Leider, also die Notes, die im Ding stehen, die bei, glaub, die da stehen bezüglich der Trades hier, was war es denn gewesen? Das hier, Abklingzeit von Schildervergeltung, das sind weiterhin 30 Sekunden, also es ist nicht eine Minute, wie irgendwie da steht. Also 10, 20, 30, 40, 50, sondern es ist 15, 15, 20 und so weiter. Das hat sich nicht geändert. Das ist also weiter hier 1,5 Minuten. Nee, halt, Quatsch, Moment. Ach, ich bin ja bescheuert. Doch, natürlich, sind 30 Sekunden. Was Idiot. Das ist schön, dass sie einen Vorschlag angenommen, dass sie bei den Vorschlägen angenommen haben. Finde ich gut. War ja 1,75. Ha. Ich nehme alles zurück. Das haben sie richtig gemacht. Haben sie gemacht, haben sie gebufft. So. Jetzt noch drin? Ja, ich hab's noch drin. Was hat das gemacht? 28.000 hat er. Ah, der Dev-CD, der immer so an. Ist er down? Nee, lebt immer noch. Ich halte ihn mal hier. Und Freedom für den. Bleibt hier und bam, jetzt. Nein, der Karma. Nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ach, kein Mana mehr, nein! Na, dich kriege ich aber jetzt. Stirbst du aber. Ey, du Drecksack. Zack. Oh, der ist so viel geheilt. Aua. Also, diese 20% gehen eigentlich mittlerweile. Also, was heißt gehen? Ist eigentlich auch Quatsch. Dadurch, dass ich aber das jetzt mit einer einzigen HP machen kann oder mit 5 dann, das ist schon viel angenehmer. Weil man muss halt nicht aufbauen. Ich hatte zum Beispiel vorher immer das Problem, ich musste halt erstmal die Heilige Macht aufbauen, damit ich überhaupt in den Genuss kam, für 45 Sekunden da rumzulaufen, schneller zu laufen. Gut, gegen Slow kann ich nichts machen, muss halt gucken mit den, ne, ich habe halt, wie gesagt, absichtlich gebabbelt, damit ich den krieg, weil der heilt sich dann hoch und dann geht der Spiel schon von vorn los. Dann hat er Karma wieder bereit, ich habe hier nichts bereit und dann habe ich ein Problem, ne? Und ich hatte kein Mana mehr, ey. Ich habe kein Problem, wenn sie den Heal vielleicht ein bisschen niedriger machen, darf aber die Mana-Kosten wieder niedriger setzen, weil das ist einfach Kacke. Aber das hat irgendwie keinen Schaden gemacht. 27.000. Ich muss erst nochmal gucken, wenn der, bleibt das alles so? Ja, das bleibt so. Ich muss erst nochmal gucken, wenn der kein, wie heißt, oder soll ich weiter mit Worte Helligkeit arbeiten? Oder soll ich wieder hier? Ich fange nochmal hier mit an. Boah, das war eigentlich schon ganz praktisch. Ah, nee, ich arbeite nochmal damit. Damit ihr einfach nochmal seht, wie das ist. So, ja. Ja. Ach, Mann. Lass mich doch. Oh, ein Pally. Oh, ein Holy. Cool. Der gleich Babylon. Geil.
Nein, Fehler gemacht. Und jetzt 25.000. Was war denn das? $46.000, super. Was hat denn der da an? Ah, das ist ein Prot oder was? Fickt euch. Kann ich nicht helfen. Noch nicht. Den kann ich aber helfen, indem ich ihn töte. $80.000, aber will der mich verarschen? Das Ding ist ja lächerlich. So, jetzt muss ich aber WoG sperren. nicht WoG, wie heißt's? Göttlicher Sturm. Jetzt stirbt uns der hier. Du bleibst hier. Ach, Bubble. Ah, da war doch irgendwas mit 200.000. Da, 244.000. Nein, das hat mich doch nur erwischt. Ich dachte, ich komme durch. Na, scheiße. Alter Schwede, ne? Guckt euch das mal an! Das ist ein Brotpalli! Das ist ein Brotpalli, verfickte Scheiße! So. Was? Ne, 3 Lichtblitze full life? Eigentlich nicht. Du hast. Ich habe 2,4 Millionen und das Ding halt mich. Kritisch um 500.000. Das heißt, mit 3 Lichtblitzen habe ich 1,5 Millionen. Das war's dann. Warte, was macht der jetzt? Ja, 2,56. Ja, okay, jetzt warte ich, bis voll ist. Haben wir angemeldet? Ja, ich melde nochmal Schlachtfelder an. Ja, komm hier. Zieh mir schnell durch. 1, 2, 3. Ja, okay, mit Mana Rec 4. Wenn du 256 mal 4 nimmst, dann bist du bei etwas über 1 Million und ich habe 1,7 Millionen. Das ist halt nicht viel. Du kannst damit kurz, du kannst kurz jemanden am Leben halten, außer der kriegt massenhaft Schaden, dann kannst du den nicht hochziehen. Dann kannst du da nicht viel dagegen tun. Da hast du es jetzt als Red viel einfacher, da kannst du viel mehr tun. Allein schon, weil du die Lichtspitze 7 Mal oder so hintereinander durchziehen kannst. Aber ich merke auch gerade, ich habe eben einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Jetzt hätte ich nämlich eben die Segen ändern müssen. Dann hätte er nämlich Heal bekommen. Sollte eigentlich Heal bekommen. Durch das komische Teil. Habe ich eigentlich die. Habe ich noch nicht. Hätte er nämlich Heal bekommen ein bisschen. Und er hätte den Boni gehabt. Das ist wieder was. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Nein, das ist Alpha. Da habe ich nicht nachgedacht. Deswegen gebe ich ihm gleich mal die Dinger. Zeit hätte ich gehabt. Scheiße, jetzt habe ich die Talente nicht geändert. Macht nichts. Lauf mal ein bisschen. Da ist er ja. Wo ist die Eule? 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 Arsch. Fick dich. Ich hab den doch gekickt!
Will er mich gerade verarschen? Töten wir dich halt. Tut's, glaube ich, auch recht. Ja! Hallo. Okay, so geht's auch. Genau, weiter. Aus hier. Nee, Beta gibt's noch nicht. Ist auch technisch kein Unterschied. Aua. Das klingt ja schon gemein. Wollte ich eben irgendwas probieren? Nee, ich hatte nichts. Oder hatte ich irgendwas? Wollte ich irgendwas probieren? Mann, ich will ein Schlachtfeld! Mann! BGs! Creme de la Creme! Aber genau zum Heal hier. 320, 2, 3. Achso, ich kann natürlich halt. 320 mal 4. Kannst du dir ausrechnen. Wir reden hier von. Wir reden von 1.280.000. Ich habe 2,4 Millionen. Das heißt, ich heile mich um knapp 50% mit den Lichtblitzen. Das ist. Ja, also. Ja, die Aussage, die ich von Blizzard habe, ist, dass Alpha und Beta technisch kein Unterschied ist. Es hat sich halt über die Jahre so eingebürgert, dass halt das getrennt wird, beziehungsweise bei anderen ist es ja halt auch noch so, aber Blizzard macht da intern keinen Unterschied. Nach außen hin ja. Charlie kommt wahrscheinlich immer so um den Film herum. Wird mal vermutet. Was haben wir denn da? Schon wieder die Eule. Kommen wir gleich penetriert. Ist hier. Ah, du willst mir das ins Gesicht drin, kannst du haben. Inline. Das war's mir wert. Nein, hab ich noch nicht. Ah, hier 442 kritisch ohne. Nein, das hab ich nicht gekriegt. Ups. Ohne CDs, also ohne Wings und so. Jupp. Oh, das läuft ganz schön gut an. Holy Start Over. Halt kaum. Der halt gar nichts eigentlich. Den muss ich definitiv irgendwie supporten, dass da was kommt. Nee, die haben der Damage wird eigentlich eher runtergesetzt. So habe ich das in Erinnerung. Oder das. Nee, Quatsch. Die gucken in der Hinsicht, aber. Wieso hat der das immer noch drauf? 4. 5. Und so. Aber der. Das. Ich jetzt nochmal. Aber der, sie. Eine Option. Moment. Also, sie überlegen, mit Schaden und so weiter, das wird ja alles noch ausprobiert und so weiter. Was aber definitiv eine Option ist, die Lebens. Das Leben zu erhöhen. Das ist live im PvP. Hätte ich persönlich jetzt kein Problem. Mag ich persönlich sogar. Zumal das bei mir als Taucher halt super skaliert. Weil ich ja eh mehr Ausdauer habe von vornherein. Schade, dass ich nur keinen Heal habe, der basismäßig irgendwie. Ja. auf HP basiert. Oh, der fährt halt kaputt. Und scheint auf AFK zu sein. Once done. Hey, inline. So, und jetzt kommt's. 36, 36, das ist jetzt auch nicht die Welt. Da geht er down. Ah, da könnte wahrscheinlich Vanguard wieder richtig geil funktionieren. WOG, ja, 393 Kanon kritisch. Mit Wings. Der Ashwinger holt mich raus. Bam. Okay, der kann doch ordentlich heilen. 2,4 Mille. Hallöchen an die ganz vielen. Oh, 21, hey, cool. Vielen Dank und Halle an die Neuen.
Okay, wo bleibt er? Wo hängt's? Da ist er. Das BG ist ja pausiert. 4. Wie heilt eigentlich ein Unholy DK? Der müsste doch eigentlich mit. Also das ist eigentlich Quatsch. Was hab ich gemacht? 36, 38k? Warte mal. Meine Aktionen. Heilender Sturm? Nee. Aber die Rev 36, 5, 1, 2, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Ticks. Ja gut, okay, 150, 180, ja okay, es kommt zu hin. Da finde ich das aber besser. Irgendwie, weiß nicht. das ist schwierig zu urteilen. Also, mir gefallen sie beide. Wobei, vom Spielstil her, gefällt mir eigentlich sogar der Legion-Ret ein bisschen besser. Weil ich halt, ich mag halt so Passiv-Support mit Heal. Und das habe ich hier. Das habe ich in WoD gar nicht. In Legion, in WoD gar nicht. Das finde ich persönlich halt immer geil. Haha, Arschlöcher. Ah, die Käse ist schon da, cool. Hört 3? Ah, ne, jetzt muss man zeigen, 4 besser. Ach, das ist auch Red. It's done. Boah, er hat ordentlich gedrückt. Das hast du ja gemerkt, aber er hat trotzdem verloren. Der hat. Was ist denn bei mir geschehen? Was habe ich denn für Schaden gesetzt? Urteil. Aschenwell, okay. Göttliches Gewitter. Lichturteil. Gerechtigkeit. Ah, okay, da die große. Ah, hier, Jessica's Vengeance. Okay, deswegen dann. So, an sich gefallen sie mir beide, nur im Moment gefällt der Legion-Ritt gefällt mir aus zweierlei Hinsicht ein bisschen besser. Einmal sind die Animationen sind cool, vor allem die allein die Reinschlag-Animation, dann die Animation generell, aber halt auch diesen passiven Support und diese. Ich mag halt passive Sachen. Und, hä? Oh nein, bitte nicht in. Oh. Das ist, glaube ich, diese neue grüne Arena, die ist eigentlich cool, aber irgendwie. Da hängt mein eigentlicher Char, hängt da in dem Scheißding fest. Also in dem Moment die Server runtergefahren haben. So, bin wieder da. 5, 4. Müssen wir gleich mal den Kühlakku wechseln. So, was haben wir da? Doppelhunter, oh cool. Spargo haben. Das, wo ist denn der hin? Ich sehe nichts. Sag mal. Leck mich doch am Arsch. Ich krieg den nicht ins Target. Buggy die Arena. Ich kann nicht ins Target nehmen. Ah, das ist V. Wichser. Den krieg ich ins Target. Aber ihr merkt schon wieder, ich vergesse wieder, was war das? Oh Gott. Ich vergesse wieder, dass ich einen Richtspruch habe. mit den Segen kann ich wahrscheinlich, ist irgendwo nachvollziehbar. Beim Richturteil, das weiß ich dann nicht genau, inwiefern da, was wollte ich denn jetzt ändern?
Soll ich nicht irgendwas hier ändern? Ach, Richtrohr, genau darauf wollte ich mal. Hat schon Richtrohr auf mir drauf? Moment, das war hier. 4 und 5. Okay, gut. Gut, du, es kann im PvP auch das Problem haben, dass wenn du direkt nebendran einen 5 Meter, ne, 8 Meter, ne, Moment. 8 Meter Range hat's, meine ich. 8 bis 10 Meter. Und du kannst damit einen CC wahrscheinlich rausholen. Ja, unkontrollierbar. Ja, gut, relativ. Es ist, also schwach ist es nicht. Ach, die Eule schon wieder. Da kommt wieder Eule. Ein Stück Scheiße. Es ist schon wieder buggy hier. Arena vorbei, obwohl sich. Ah, ich habe ja eine neue. Ja, da ist sie. Nein! Ich will die skillen. Schnell! PvE-Sicht. Ich spiele kein PvE. Entschuldigung, ich habe das zu spät gelesen. EOTA. Ich spiele kein PvE. Ich mache nur PvP. Vom PvE her kann ich dir das wirklich überhaupt nicht sagen. Was ich dir lediglich sagen kann, ist. Es spielt, also, ja gut, nee, kann ich eigentlich auch nicht. Ich habe nur eine Puppe Tests gemacht für diverse Dinge zu zeigen und halt für mich auch, aber wie das ist, weiß ich echt nicht. Da kann dir in dem Fall Tore nur vielleicht ein bisschen mehr erzählen, beziehungsweise, ja halt auch nur das, was andere schreiben. Das, was man im Prinzip selber lesen kann. 4 und 5 und die 3. Ah, ich finde diese Aura so geil. Ich müsste eigentlich im BG, aber im Moment läuft das hier so ordentlich. Dann machen wir doch schön weiter. Jetzt Macht haben, okay, gut. Ja, Schild ist besser. Mana bringt ihm nichts. Wobei, dann nehme ich mir das hier. Alter Schwede. Jetzt hat er ja alles. Na, kriegt er halt alles. Scheiß drauf. Sind die gleichen von eben wieder, ne? Ja. In your face, in your face, in your face. Ja, dann sterb halt, Leute. Ich habe ihn eigentlich nicht weglaufen. Nicht. Geil, da kann ich nicht heilen. Das ist doch lächerlich. Was hat denn der für einen Schaden gemacht in der Zeit? Was hat der für einen Schaden gemacht? Ja, bitte, kein Thema. Ja, ich. Wenn ich es machen würde, würde ich natürlich entsprechend die Informationen dafür weitergeben, aber ist halt nicht mein Ding. Nicht mehr. Das habe ich in Cutter aufgegeben. Zu langweilig und dann zu stressig mit der Arbeit heimkommen, gleich konzentriert an den Rechner, das ist mit PvP dann viel einfacher. Da hast du zwar auch irgendwo Termine, aber es ist ein Unterschied, ob du da mit 10, 15, 20, 25 Mann da unterwegs bist oder mehr und dich voll konzentrieren musst oder ob du mit 2, 3 Leuten Arena machst, das ist dann angenehmer. Übrigens Hallöchen an die vielen neuen Zuschauer, danke, danke, finde ich cool. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel schon mal hatte. Ja gut, ich glaube, es streamt doch im Moment kaum einer. Okay, er wollte Macht haben. Kriegt er das und das? Und ich nehme das hier. Die Gable zweimal.
Also, will zweimal Macht haben. Ich kann ihm aber nur einmal Macht geben. Oh! Also ich schau mich umhauen. Ele. Bäm, Digga. Ein 300k Richturteil. Ich hab das gerade richtig gesehen. Tatsächlich. Richturteil 300k. Kritisch. Mit CDs natürlich. Du, das kommt drauf an. Ich hatte schon ein paar Maki als Gegner und ich hatte auch welche. Hat auch einen, der mit hatte. Da hat man Dreier gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was da gut oder schlecht ist. Er hatte übrigens gemeint, er will nicht zweimal Macht, sondern er. Ich soll zweimal Macht buffen, also auf sich und auf ihn und auf mich. Aber ich spiele das lieber jetzt im Moment damit, weil ich muss ja alle am Leben halten, weil er verreckt ja irgendwann. So, ich kann mich lange genug am Leben halten. Gegen Melee sowieso. Wobei, ist auch geil. DK grippt mich durch die Melee-Bubble. Das verstehe ich auch nicht. Ja, schön. Hä, wo hat denn der Schaden gemacht? Die Aura habe ich ja jetzt übrigens. Müsste mal drauf achten. Dieser, da kommt ein Buff, der sieht genauso aus wie das hier. Und da steht dann eine kleine Anzahl. Aber ich glaube, das könnt ihr, glaube ich, kaum sehen. Ja, er versteht das gerade nicht, warum ich mir nicht selber auch Macht buffe. Ja. Ja, es ist halt. Ist fürs Überleben einfach besser. Ich meine, das Mana bringt ihm nichts, das heißt, Segen der Weisheit bringt mir eher was. Er regt Segen der Macht. Und Segen der Könige dann noch. Ich kann halt besser. Ich kann in der Hinsicht aber dann doch besser überleben. Eigentlich will ich ja BGs machen, aber es kommt ja nichts. Wobei, dadurch, dass er immer pausiert wird. Wie ihr seht, 33 Minuten in der Warteschlange. Es kommen aber auch irgendwie so langsam keine Leute mehr. Also, wenn das jetzt immer noch so lange dauert, dann. Mal gucken, wie lange ich. Okay. Ja, man muss nur meckern, ne? Wie anderswo. Man muss nur meckern. Auch an die Neuen übrigens. Wenn Fragen sind, rein damit. Wenn ich sie beantworten kann, mache ich das. Oder jemand anders kann sie schneller beantworten. Ich werde halt, sobald ich kann, immer im Chat gucken. Das heißt, 5, 3. Ja. Ah, ich würde echt gerne jetzt mit der Aura ins BG gehen. Das ist schon cool. Das hatte ich ja am Anfang, als das angefangen hat, gab es das ja schon. Da habe ich relativ schnell das Level gehabt für die. Hoppala. Moment kurz, wollte ich hier noch was ändern? Eigentlich ein Richtspruch. Ach komm, ich mach damit weiter. Was wollte ich? Nee, eigentlich, ich muss es ja nur richtig draufsetzen. Ja, da hatte ich die ja auch. Und wenn du da mit einem Zerg bist, also du hast so 10 Stacks gehen Maximum, du hast 3 bis 4 Stacks hast du eigentlich immer. Der Buff hält ja 10 Sekunden. Das ist ja nicht so, dass der nur 2, der hält 10 Sekunden. So, und in der Zeit kannst du schon einiges. Also. Prot Pally mit Bubble. Das ist so das Geilste. Ach, da war doch was, da war doch was. Schaden machen.
gucken die eh nur auf mich. Er hat ja seine schon raus. Er springt auch mich raus. Yes! Stirb einfach, stirb! Du Stück Scheiße, du Behindertes! Halt's Maul! Weihe? Nö. Kein Bock. Ja, ich spam bewusst jetzt die ganze Zeit. Wie heißt's? Weil ich sonst nämlich verrecke. Göttlicher Sturm. Ne, es ist doch kein Boss, es ist ein Red. Sollte mal richtig. Also ich hätte richtig gucken sollen. Ich hatte das vorhin nämlich auch schon. Da kam ein Rott rein mit CDs und allem und schmeißt dir da alles erstmal ins Gesicht. Bäm, das wollte ich unbedingt raushauen. Ne, oder? Ist das Dornbrot? Das ist ein Dornbrot! Ach du Scheiße! Danke! Ja, ich, Scheiße, wird jetzt verrecken. Danke fürs Wegrippen. Heftig, was du, Alter. Was der, heftig, was der drückt, gell? Ja, natürlich! Klar, alles logisch! Behindert, oder? Ganz ehrlich, das ist behindert. Der hat so viele Heilmöglichkeiten. Arschloch. Ja, wir werden sterben wahrscheinlich. Der hat einen gecrypt, schön, da kann ich mich wieder heilen. Vielleicht ging man ja mal down. So eher weniger. Jetzt kann ich los. Da, nicht weglaufen. Oh, natürlich! Fragen? Fragen, Leute! Fragen? Das hat ja schon mal sowas. Aber ich hab mir gehalten, erzähl immerhin. Oh, ich hab auch dafür keinen Schaden gemacht. Nur mein. Hätte ich die ganze. Das ist echt krass. Ich weiß nicht mehr, was der alles kann. Der hat die Aura der Vergeltung, dass wir die ganze Zeit Schaden bekommen. 5% seiner AP waren es, glaube ich. Dann hat er irgendwie die Möglichkeit, sich an uns zu heilen. Ich glaube, derjenige, der das Richtwürdig halt drauf hat und so Geschichten. Also. Ja, natürlich, klar. Ja, was soll ich denn sonst machen? Oh, cool. Ein Heiler, Dreier, cool. Dann kriegst du das da, du kriegst das da und ich krieg das da. Bei der wahrscheinlich keine Mana-Probleme kriegen wird. Was haben wir da? Oh ja. Oh, ein Arcanmage. Ah, keine Arcanmage. Hallöchen an die ganz vielen Neuen. Ah, jetzt kommt er. Danke.
Na, wenigstens Target. Wenigstens Target. Ich laufe die ganze Zeit nur blöd durch die Gegend. Das ist unglaublich. Das ruckelt's auch noch. Also, keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Also, irgendwie, das hängt gerade. Ich kann irgendwie. Kriege irgendwie nichts ins Target. Keine Ahnung. Ja, ob ich müssen, weiß ich. Ich hatte zum Beispiel. Kriege hatte ich so noch nicht hier in der Arena. Da kann es gut sein, dass sich ein Fury da auseinander pflückt und sich so sinnlos gegenhält. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, was sich da geändert hat. Muss ich mal reinschauen. Wundere mich eigentlich nochmal. Du siehst ja auch gar keinen Demon Hunter im Moment. Aber das ist schön zu sehen, dass jetzt halt auch viele andere immer da sind. Was natürlich dann so gleichbedeutend ist mit, beziehungsweise bedeutet, dass Blizzard halt entsprechend, gemacht hat, dass die anderen einfach ordentlicher sind. Und das merkt man eigentlich auch schon. Also, ey, was ein Schaden, der die Kick gemacht hat. Ich frage mich, wie der Anholi so immer so viel Schaden macht. Das wäre echt zum Kotzen, ey. Das Spiel hat man vergessen können. Da habe ich ja gar nichts hingekriegt, um Gottes Willen. Welcher Schamane? Ja, kann ja sein, macht ja nichts. Du kannst ja auch gehen, du musst ja nicht zugucken. Das ist ja halt auch viel zum Probieren, ne? Ganze Erklärung ja alles am Anfang gegeben. Keiner zwingt euch zu gucken, wenn es euch nicht gefällt. Enhancer? Ja, Enhancer ist doch spielbar. Der war doch vorher auch spielbar. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie groß schwierig war. Schon wieder nicht dran, weil es gibt es einfach nicht. Muss ich echt dran denken. Das ist so eingewöhnt von MOP, dass das Ding defensiv nur benutzt wird als Retter und nicht offensiv. Ich mich echt dran gewöhnt. Schlimm. Ich weiß ja nur beim Enhancer nur, der kann gut. Heal geht eigentlich ganz gut. Hast einen Instant ganz starken und du hast halt. Ach so! Ja, klar kannst du die spielen. Schon lange. Also, mehrere Builds schon her. Wo ist der Fäkaldruide? Ist das mal Freedom? Wirbel? Ach, das ist eine Eule. Nur du machst jetzt mit nichts Eule. Wirbel mich nur, es gibt nur mehr Sticks. Da, zwei Stacks. Zehn Stacks habe ich. Zehn Stacks. Zehn Stacks. Aber wo wurde denn so viel CC? Ach, geil, wenn man da durchläuft wahrscheinlich. Geil. So gefällt mir das. 30% mehr Heilschaden, 30% mehr Grit. Schon ordentlich. Also der Enhancer ist aber schon länger da, den hat, Bajira hat mit dem schon mehrmals gestreamt. Zwar nur kurz, aber er hat, ich weiß ja gar nicht, was das Problem ist, der kann halt drücken, der hat einen Instant Heal, ich weiß nicht, ob der CD hat, ich weiß es gerade echt nicht, aber der tut, oder was Neues, nee, da bin ich auch mal drauf gespannt, das wird in Kombination mit dem wahrscheinlich geil, wobei der... Nee, wenn der wird nicht überspringen. Nee, das muss ich einzeln machen. Wobei, wenn ich das hier habe, brauche ich das hier ja eigentlich nicht mehr. Theoretisch. Wobei, es macht halt auch noch mehr Schaden. Mal gucken. Wobei, es wird ja noch länger. Hält es ja noch länger. Ja, aber der drückt. Der kann halt ordentlich raushauen. Der haut dir da auch irgendwas mit einer Müll raus. Du, es soll Raid-Tests geben Anfang April, also sprich morgen übermorgen irgendwas war da, habe ich gelesen. Na?
Sammeln wir mal. Dann machen wir mal langsam hier. Ey, das ist schon wieder daneben. Ein Eiskalt umgehauen. Also der Unholy ist schon heftig. Was hat denn der? Der hat nur geheilt. Und der hat auch irgendwie die ganze Zeit nur geheilt. Das ist kein Add-on, das ist standardmäßig so. Aber danke, dass du mich dran erinnerst. Das habe ich ganz vergessen. Das sieht ja hier ganz anders aus. Das ist hier komplett neu. Also vieles neu. Oder irgendwie zusammengefasst. Nameplates, das, die sind so. Das Einzige, was so... Oh, jetzt muss ich gucken, wo das war. Umrissmodus, Statustext, Aktionsleisten. Oh Gott, wo waren das nochmal? Names... Das war, glaube ich, da unten. Ah, hier genau. Larger Nameplates. Größe habe ich ein Always Show. Flash und Akro. Überlappend. Nee. Also, das sind. Das sind die Nameplates in WoW zukünftig. Ja, das. Wo waren das? Die haben wahrscheinlich von irgendeinem Add-on haben sie die. Also, ja. Sag ich mal, kopiert. Also, ich finde das. Find's okay. Kann man nicht meckern. Ich fände es eigentlich schöner, wenn man das so ein bisschen einstellen könnte, aber das, ja. Zap. Ein Stack. Der stirbt jetzt. Nein, wir nehmen mal ein bisschen. Und jetzt BÄM! Ach, 45k nur! Ja, also hier, wo waren das jetzt? Hier, also das sieht, die haben das irgendwie aufgeräumt, also es sind ein paar Sachen irgendwie rausgefallen oder hier anders organisiert. Müsst ihr mal so alles natürlich gucken. Die Karte drehen, nee. Das ist soweit alles gleich. Also absolutes Falsch. Ich mache relativ wenig, ja, aber ich spiele ja doch bei weitem nicht optimal. Zumal, ich kam ja eben nur bedingt zu. Ich war ja gesappt. Ich konnte ja am Anfang nichts machen. Außerdem hatte ich... Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Unholy ist, ob der weiterhin noch seine ganzen Dots verteilt. Der zieht dann ordentlich durch, wenn die Gegner lang genug leben. Ist ja legitim. Wenn ein Warrior seinen Bladestorm macht in zwei Leute, hast du nahe, was der für einen Schaden da drückt? Das ist schon einiges. Da kannst du so nur bedingt mithalten. Aber ich, wie gesagt, ich spiele alles andere als ideal. Weil ich einfach nur nicht so ganz damit zurechtkomme. Es gibt viele Dinge, wo ich einfach nicht dran denke. Ganz banale Dinge. Aber das ist halt dann so. Ne? Muss ja auch spielen, muss ja besser werden. Auf den Live-Server genauso. Wenn der Pre-Patch da ist, müssen sich die Leute anpassen. Wenn das Add-on da ist, ändert sich auch nochmal das eine oder andere. Ne? Bis zur ersten Season sollte man dann soweit schon was Sachen drauf haben. Und wenn nicht, mein Gott, so ist das Problem. Außerdem kann ich nicht voll auf Schaden gehen, weil wenn ich im Fokus bin, verrecke ich dann irgendwann mal. Weil die Gegner haben ja auch so ein paar Defizite. So Wort der Herrlichkeit heilt halt, macht halt keinen Schaden, ist ja klar.
Ach, das ist ein... Jetzt sehe ich es erst. Ein SV-Hunter. Cool. Streite doch alles und jemand ab. Du darfst halt nicht vergessen, wenn der da ist, macht er erstmal Schaden. Ich weiß nicht genau, was der alles kann. Aber ich beschwere mich nicht. Ich weiß ja, dass ich halt nicht optimal spiele. Von daher ist das für mich kein Problem. Nee. Wenn du Wings anhast, hast du ja 35% mehr Heal. Und wenn idealerweise prockt halt noch die Insignie hier dazu, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Stärke, das rechnet sich hoch. Und ein Lichtblitz macht hier 320k. Mit CDs und so weiter kommst du non-kritisch. Kommst du auf non-kritisch, was hast du denn da so, um die 500k. Wenn der dann kritisch trifft, dann glaube ich irgendwas 700-800k. Ja, okay, dann schon, ja, ist recht, Entschuldigung. Ein bisschen rechnet. Das geht schon, wobei, du darfst nicht vergessen, der Decay heilt sich auch ordentlich. Ich weiß nicht, was der hat. Ist es, ich weiß, es kann sein, dass es wieder so wie Todespakt ist. Der macht plopp und dann hat der so 5, 6, 700k hochgeheilt. Wort der Helligkeit, und der Lichtblitz hat ja eh nochmal, ist ja eh erhöht. Wort der Helligkeit hilft halt auch, ne? 300k und dann auch nochmal so 500, 600k kritisch können halt schon kommen. Ja, aber nur kritisch und nur mit CDs und noch mit dem Trinket-Proc. Standardmäßig nicht. 320k mal 4 sind 1.280.000. Damit halte ich keinen Hut. Das sind knapp 50%. Max HP. Ja gut, du darfst nicht die HP nehmen, die hier steht. 1,75 Millionen hat der out of PvP. Der hat so wie ich 2,3, 2,4, glaube ich. Da sieht das dann anders aus. Also wie gesagt, du kriegst als Red 4 Lichtblitze hintereinander durch mit einer ganz kurzen Wartezeit, damit sich das Mana gereckt hat. Und wenn du keinen Crit hast, heilst du dich um 320.000 pro. Und das ist bei mir sind es 2,4 Millionen, ist einfach nicht viel. Okay, ist offline, jetzt ist die Frage warum. Boah, 53 Minuten Schlachtfeld, heilige Scheiße. Na komm, geh ich raus. Oh, kurz. Oder hab ich's? Nein! Mist. Ach so, ach, das war gerade andersrum. Da freue ich mich ja auch drauf. Gespannt, wie das damit in. Ne? Ach, Quatsch. Das hier und das zusammen. Das ist bestimmt lustig. Aber das haut dann haut CC raus. Das ist halt hier wieder so eine Frage. Du hörst mir nicht zu, das sind Crits mit CDs. Standardmäßig heilst du so doch überhaupt nicht. Du musst mir schon zuhören, was ich gesagt habe. Ich heile im PvP bei 2,4 Millionen, heilt der Lichtblitz 320.000. 4 Nicht-Kritische sind 1.280.000. So, und das ist knapp die Hälfte. Wenn natürlich Crits dabei sind, klar, wenn du 4 Crits machst, logisch, dann heilst du dich voll. Mit CDs ist ein Crit, ne, jenseits der 600k. Ja, ich rede aber davon, dass es mit das 700-800k, dass das ordentlich ist, ist mir auch klar. Was meinst du mit Crit-lastig? Also Crits sind 200%, so wie es im PvE ist. Ich habe jetzt hier 16%, ich glaube in der Arena habe ich 22 oder 24% die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst. Die Crit Chance. Ja, wie gesagt, also ich habe ja gut, wie gesagt, 22 oder 24% habe ich hochskaliert. Und gut, der Kreuzfahrerstoß, wo war denn das hier, hat ja nochmal... Wo ist denn der? Nee. Ja, aber die Kreuzfahrerstoß oder Ziel haben ja nochmal 18% höher, also die haben dann so 40%. Okay, ja, das ist richtig. Allerdings, ja gut, wenn du mit, wenn ich jetzt
Legion nehme. Quatsch, wenn ich. Ja, okay. Ja, relativ. Du kannst nur drei, vier Stück raushauen. Wenn davon keiner kritisch trifft, dann ist das wieder relativ. Klar, auf Live ist es genauso. Da hast du so, da hast du, gut, da hast du sogar noch weniger Grit. Ja, du kannst halt mehrere spammen. Also, ja, ist aktuell schon stärker, ja. Aber wie gesagt, muss halt schon Grit dabei sein. Und ohne Flügel, ist das deutlich weniger. Also ich kann, wenn der DK zum Beispiel, als Beispiel vorhin hatte zwei Leute dran, dann kannst du den hoch ein bisschen halten, aber auf Dauer halt überhaupt nicht, das ist klar. Ja, eben, du kriegst in La, boah, wie waren das? Ich glaube 7 oder teilweise 8 Stück. Und hier, also du kriegst hier, guck mal, einer. Ich hämmer jetzt die Taste. So, das war's. Klar, jetzt kritzen natürlich logisch. Die kritzen halt 200%. Du hast keine Einbußen. Allerdings, dadurch kosten die Dinger halt teuer. Was meinst du mit aktuell? Achso, also in Legion. Das heilt weniger. Das heilt 201. Also, das waren im. 291.000 waren es eben im PvP. Und Lichtblitz halt 320.000 im PvP. Der heilt deswegen mehr, weil du hier die Heilung vom Lichtblitz um 45% erhöht hast. Deswegen halt der Lichtblitz mehr. Ich sag mal so rum. Ich hätte kein Problem damit, wenn die Heilung vom Lichtblitz niedriger wird. Also nicht drastisch niedriger, sondern wenn sie einfach niedriger wird. Aber dafür günstiger, dass ich einfach wirklich mehrere raushauen kann. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob das dann nicht vielleicht zu viel ist. Keine Ahnung. Ich meine, das ist schwierig. Du kannst ja nicht weg. Also du hast einfach wenig Mobility. Das heißt, wenn einer wegkommt, heilst du dich halt. Okay, dann muss der Gegner sich überlegen, gehe ich jetzt weg oder tue ich ihm die C10 oder sonst irgendwas. Wenn du jemanden an dir dran hast, du kommst ja auch nicht wirklich weg. Klar, okay, du hast das Pferdchen. Wenn du das mit Hunter frei kombinierst, dann kommst du weg. Jetzt ist aber die Frage, was für einen Gegner hast du? Kommt der dir hinterher, kickt er dich so und dann bringt dir das auch nichts. Ob sie, ja, sie ist 7 Stück. Ich wusste nicht mehr, ob 7 oder 8 waren. Gut, die heilen natürlich im Verhältnis weniger. Was heilt denn der? Ja, es kommt davon, wie der ausgelegt ist. Ich spiele mit Vielseitigkeit. Bei mir heilt so ein Ding 45k. Non-Crit. So, 45 mal 7. Ne, muss ja ein bisschen. Ich glaube, dann machen wir 45k raus. 40 mal 7 sind 280.000. Wie viel Life habe ich? Self-Buffed 470.000. Das ist die Hälfte. Also gibt es letztendlich gar nichts. Das letzte, was ich hatte, waren. Was hatte ich denn zuletzt? 1850. Im Dreier und im Fünfer. Ja, das sagst du immer so leicht. Grundsätzlich ist klar, kicken lassen, ne? Aber es gibt ja auch Stunts. Es geht ja generell darum, das ist. Grundsätzlich ist ein starker Heal, den man nur zwei, dreimal machen kann, ja auch nicht verkehrt. Das ist halt so die Frage. Ich meine, das ist ja, spielt sich hier schon anders als auf dem Live-Server. Auf dem Live-Server hast du ja. Du kannst mehr Lichtblitze raus und du hast Selfless Healer. Das heißt, du kannst dann, ne, entsprechend schneller mal was rauskauen, wenn du es richtig machst. Du hast Wort der Herrlichkeit, du hast den Richtspruch. Das sind alles so Hilfen, die hier fehlen. Du hast andere Möglichkeiten, klar. Nur einfach als Beispiel so ein Schild der Vergeltung, das absorbiert, was war es, 230, 240.000. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Es wirft den Schaden auch zurück, klar. Allerdings. Es hilft nur bedingt irgendwie beim Überleben. Ist schwierig immer. Wobei ich weiß nicht, ich glaube, dass ich das Ding crittet auch irgendwie. Oder zumindest hat es vorher gecrittet. Ich weiß nicht, ob es jetzt crittet. Ja, natürlich. Ja, sicher hat man die Panic Bubble. Die Insi hast du als Talent. Die Insi, also du hast eine Standard-Insi, die hat 3 Minuten CD. Dann gibt es das Medaillon des Gladiators, das hat 2 Minuten CD und dann kannst du hier später dann noch anderes skillen. Also, du hast grundsätzlich eine Insignie, die hat halt 3 Minuten CD. Nur in der Regel die meisten werden das hier skillen. Außer jemand hat sehr viel Anti-CC. Ich weiß nicht, ob der DK noch so viel Anti-CC hat. Dann wirst du wahrscheinlich hier was anderes, sowas zum Beispiel skillen. Bei Orks wird das hier wahrscheinlich sogar ganz praktisch sein. Weil du dann gegen Stunts zum Beispiel 20% hast, nochmal die 25%. Ich weiß nicht, ob es additiv ist. Dann hast du. Dann bist du ja gegen Stunts. Geht ja gefühlt jeder zweite wieder vorbei.
Ja, das war lustig. Aber der hat doch keiner mehr benutzt. Das war ein Klassik, ganz, ganz witzig und den, ich sag mal, bis Lich King war das, glaube ich, noch witzig und danach nicht mehr. Weil ab Ding kannst du die Bubble dispellen, wenn du Priester hast. Oder einen Krieger und dann hat sich das Team erledigt. Ich weiß auch nicht, was hier, wer hat mich angemeldet? Ach du Scheiße. Ich geh nochmal raus. Ich wollte ja eigentlich noch das hier machen. Eins will ich aber noch, wo ist er denn? Das hier. Der Ashbringer holt dich raus, wenn du länger als 2 Minuten im CC bist. Beim Sepp funktioniert es übrigens nicht. Weil du ja wahrscheinlich, weil du dich infert bist, keine Ahnung. Und ja, Handlung, ja. Und ja, das überschreibt sich oft mit den Insignien. Ich benutze die Insignien rechtzeitig. Also innerhalb der ersten 2 Sekunden muss die Insignie benutzt sein. Ansonsten wird das ausgelöst, dann hast du beides verbraucht. Ich finde das Ding echt irgendwie doof. Weiß nicht. Das ist zwar nett, aber kann man leicht ausnutzen, finde ich. Weil das wird nachher jeder haben. Ja, das ist letztendlich ja gebufft worden, weil du hast jetzt eine Standard, du hast ja die Insignie. Du hast jetzt eine Standard-Insignie und du hast deine Volksfähigkeit. Jetzt weiß ich auch nicht, ob die sich den Cooldown scheren. Ja, ich habe vergessen anzumelden. Oh, Doppelred. warum bufft er mich? Warum bufft. Hä? Okay. Ja, ich kann ihm doch kein zweites Kings buffen. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bufft er sich nicht komplett und mich komplett? So, ich kann ja noch eins verteilen. Komm, kriegst zweimal SDM. Scheiß drauf. Da habe ich definitiv über Wort der Herrlichkeit drin. Das nehme ich wieder mit rein. Schade, dass sich auch der Tief von dir mein Storm erhöht. Na, die Menschen werden, glaube ich, nicht so unbedingt aussterben. Das kommt drauf an. Dadurch, dass ja eigentlich den ihre Erasure wurde ja letztendlich gebufft. Okay. Also meines Wissens mehr oder weniger Sepp, Schurke und beide. Ach. Ja, natürlich. Blind auch noch. Komm, Bubble mal auch, heilen wir ihn hoch. Boah, das ruckelt gerade wieder. Ins Gesicht. Oh, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Hier gewinnen wir fort. Ach. Nein, nein, nein. Ey, natürlich. Oder willst du nicht? Okay, will. Ja, das ist richtig, dass das entfernt wurde. Genau deswegen ist es ja ein Buff. Weil du hast ja die Insignie und du hast jetzt zusätzlich die Möglichkeit, nochmal rauszukommen aus dem Stun und so weiter. Genau das ist ja der Unterschied. Du hast ja noch mehr Anti-CC. Genau das ist ja das Problem.
Das ist ja das Problem eigentlich. Die Volksfähigkeit der Menschen wird durch die Insignien, die jeder hat, aufgewertet. Ob sich das ein Cooldown hat, weiß ich nicht. Wenn das den Cooldown nicht teilt, dann ist ja okay. Die ist auch komisch. Ich kapiere das auch nicht. Er bufft mir seinen Kreml, anstatt dass er sich auf sich bufft und dann auf mich. Also. Oh Mann. Mage und Decay. Machen wir danach reden wir nochmal drüber. Nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Wieso ist das jetzt vorbei? Ah, Chat überlesen. Ja, okay, gut. Das ist halt die Frage, was ist denn jetzt besser, offensiv oder defensiv? Grundsätzlich geht es ja nicht, was besser oder schlechter ist. Es ist eine Aufwertung der Volksfähigkeit. Mehr habe ich nicht gesagt. Das ist eine Tatsache. Dadurch, dass jeder automatisch die Insignie, dass jeder mit der Insignie spielen muss oder wird, hat die Insigne, hat die Rassenfähigkeit schon. Die Rassenfähigkeit der Menschen automatisch eine Aufwertung. So, und du kannst zum Beispiel ja als Mensch dann hingehen und sagst, okay, ich spiele hier mit, weil einen Teil Insigne hast du ja je nachdem schon. Du hast ja, es kommt ja darauf an, was du für Gegner hast, ne? Ja, okay, gut, können wir uns jetzt drüber streiten. Ich bin der Meinung, es ist eine Aufwertung, aber... Ja, BG wird immer noch nichts. Wenn's Cooldown shared, ist es keine Aufwertung, logischerweise. Kann natürlich auch sein. Ja, genau, vermittel mal. Krass, ey, fast 3 Stunden am Stream. Ich werde aber gleich mal Schluss machen. Mein Fuß fängt nämlich an, jetzt wieder richtig weh zu tun. Und dann werde ich den endlich mal hochlegen und kühlen. So, wer kommt? Es geht nicht darum, dass es tanzen, es geht darum, du kannst zweimal aus dem CC raus. Das ist eine Aufwertung. Es ist ein Zusatz, ja. Egal ob du, egal was du skillst, es ist ein Zusatz, weil du hast, dadurch, dass du eine Insignie ja hast, sowohl die Standard als auch die verkürzte, Hast du zusätzlich nochmal die Fähigkeit, dass du nochmal zusätzlich aus dem CC rauskommst. Das heißt, du kannst zweimal aus einem bestimmten CC rauskommen.
Genau, aktuell brauchen die haben die Menschen keine Insignie, weil sie ja eine Insignie als Racial haben. Das leckt gerade, ich kann ja nicht kicken. Stirb, stirb, stirb. Oh, scheiß Block. Tschüss. Was? Ach, da oben steht der. Das ist doch dumm. Was soll ich denn dagegen tun? Boah, diese Kanalisierungsscheiße. Durch die Wand immer. Thank you.
Den kriegt man ja nicht tot. Ja, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin. Höchst konzentriert. Alter Schwede. Vielleicht jetzt mal. Hier liegen wie nie Mana. Durch CC. Es ist jetzt nicht Tim sein Ernst. Oh! Zu spät. Naja. Heiliger Strohsack. Na ja gut, basiert. Wieso haben die Baumschuhe studiert? Muss gleich mal lesen. Ich mache aber jetzt den Nachschluss, das reicht jetzt erstmal. Ey, mein Fuß tut so scheiß weh. Na komm mal, fertig. Ey, die Priester gehen auch nicht um, gell? Die laufen hier mit 100% Mana rum. Alter Schwede. Oh, jetzt muss ich aber Chat lesen. Ja, sorry, dass ich da nicht war. 100% Konzentration. Echt mal lesen. Ist das jetzt geklärt? Ah, okay. Gut. Ja, gut, da ist ein Missverständnis, alles kein Ding. Ja, also du hast hier die Insigne. 3 Minuten, die hast du. Also jeder hat eine Insigne. Und dadurch wird halt das Menschen-Racial einfach aufgewertet, weil du damit ja nochmal rauskommst. Außer es teilt sich ein Cooldown oder wie es mit Will of the Forsaken ist, dass du einen 30 Sekunden Cooldown dann hast. Aber dann ist es trotzdem noch eine Aufwertung. Ja. So war das gemacht. Gut, hat sich ja dann geklärt, ist ja in Ordnung. Super, danke Thor. gerade habe ich irgendwas vergessen.
Okay, jetzt weiß ich ja, wie du das mit den Baumschuhen meinst. Ja, manche Dinge sind halt irgendwie merkwürdig, aber gut. So, ich werde aber jetzt Schluss machen, weil mein Fuß tut tierisch weh. Ich habe Hunger, ich brauche unbedingt noch einen Kühlakku. Falls ihr euch fragt, was war, mein Fuß, ein Fußnagel ist am großen Fußzeh eingewachsen, der wurde heute operiert. Zum Glück habe ich einen guten Doktor, der mich da schön ablenkt. Ja, das ist die Insigne hier. Das ist die Insigne, die du skillen kannst. Der Unterschied ist aber, die hat 2 Minuten CD. Das ist der einzige Unterschied. Die Map hier, die kleine. Ja, die habe ich verschoben. Hast du hier oben? Kannst du draufklicken mit rechts. Rechtsklick, ja. Und dann kannst du halt hier fixieren und wuh, durch die Gegend schieben. Und ich hab's halt immer hier drüben. Weil ich habe hier unten normal, habe ich hier mit Move Anything die Drachen hier unten weg. Und habe dann hier, was habe ich denn da drin? Die Map habe ich normal hier unten drin. Da neben dran einen kleinen Bereich Recount und dann war's das, damit ich hier das alles in der Mitte überall schön alles frei ist. Ja, Nagelbettentzündung hatte ich noch nicht. Bei mir wächst halt immer der Fußnagel ein. Das ist aber das dritte Mal an dem gleichen. Das ist schon ein paar Jahre her, 5, 6 Jahre her. Da ist der nach links zweimal eingewachsen. Da hat er erst den zur Hälfte abgemacht. Dann hat er ihn komplett rausgezogen, das Nagelbett auf der Seite ausgekratzt. Und jetzt hat er es da rausgezogen, auf der Seite raus und das Nagelbett ausgekratzt. 2 Wochen und dann ist das Ding wieder gut. Ja, kein Thema. Ist 3 Sekunden. Okay, wenn das laut WoW jetzt. Oh gut, dann ist ja, dann ist okay. Dann ist es. Dann geht es noch. Dann kannst du es nicht zweimal hintereinander raus, aber du kannst halt dann trotzdem. Es ist trotzdem eine Aufwertung, weil du hast nach 30 Sekunden hast einen neuen CC-Breaker. Halt nur für bestimmte Sachen. Ist ja egal. So, ich werde aber jetzt Schluss machen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. War ja richtig viel, knapp 50 Leute oder mehr. Super. Das war jetzt echt lange. 3 Stunden und 9 Minuten. Wobei die 9 Minuten sich also 3 Stunden am Stück. Boah, hat Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich spiele nicht top. Ich mache sehr viele Fehler, habt ihr genug gesehen. Das wird sich auch nicht großartig ändern. Ja, da sind wir immer noch drin. Es sind echt zu wenig Leute hier. Es sind echt zu wenig Leute hier. Ja, kein Thema. Ich werde. Ja, vielleicht werde ich. Morgen ist Freitag. Vielleicht werde ich morgen um die Zeit nochmal streamen. Mal schauen. Muss ich mal gucken, wie ich Lust habe. Moment, muss ich mich erst um meinen Fuß zu kümmern, das Scheißding posiert. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn immer was sein sollte, am einfachsten erreicht ihr mich im Moment über Twitter. Link steht in der Beschreibung. Ist ja einfach Drowned eingeben, dann findet ihr mich schon. So viel gibt es ja da nicht. Wenn da Fragen sind, stellt die Fragen ansonsten über das offizielle Forum oder halt dann im nächsten Stream. Es könnte sein, dass ich morgen um die Uhrzeit nochmal streame. Also, sag vielen, vielen Dank zum 100. Mal. Und ja, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!